Mein Name ist Udo Gattenlöhner und Sie haben gerade eine Nachricht bekommen, dass wir diese Veranstaltung aufzeichnen und auch Screenshots machen. Das hat den großen Vorteil, dass Sie, aber auch andere, sich die Veranstaltung oder Teile der Veranstaltung später auf Video ansehen können. Sie haben sozusagen, deswegen erwähnen wir es nochmal, bei der Anmeldung Ihre Zustimmung gegeben, weil ja teilweise Ihr Name und Ihr Konterfei bei der Veranstaltung auf dem Bildschirm sichtbar sein wird. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Udo Gattenlöhner. Ich bin Geschäftsführer des Global Nature Fund und die heutige Veranstaltung hat verschiedene Ausrichter. Der Global Nature Fund gemeinsam mit der Bodensee-Stiftung. Das Ganze findet unter dem Dach des EU-Projekts Blue Lakes statt, das wir gemeinsam mit der italienischen Partnerorganisationen Legambiente und anderen realisieren. Mit eingebunden sind aber auch noch andere Akteure, das Netzwerk Lebendige Seen Deutschland, die Chiemsee Naturführer und zum Beispiel auch der Abwasser- und Umweltverband am Chiemsee. Also auch die Praktiker und Praktikerinnen, die für uns sehr wichtig sind. Wir beschäftigen uns als Umweltverband schon länger mit dem Thema des Seenschutzes und die Belastung von Gewässern, also von terrestrischen oder Süßgewässern, mit Mikroplastik ist, so ähnlich wie die endokrine Belastung, ein Thema, das in den letzten Jahren zum Glück in den Medien an Bedeutung gewonnen hat. Und vor diesem Hintergrund ist auch unser Projekt und eben auch die heutige Veranstaltung zu sehen. Das Projekt hat 4 verschiedene Zielgruppen. Dimitri Wedell wird das Projekt gleich vorstellen, deswegen darf ich das ganz kurz machen. Zum einen natürlich richten wir uns an die verantwortlichen Wirtschaftszweige, die sozusagen für die ursprüngliche Problematik überhaupt verantwortlich sind oder gemacht werden kann, nämlich zum Beispiel Reifenindustrie, aber eben auch an die Kommunen. Am Ende, wenn das Mikroplastik mal da ist, dann sind die Abwasserverbände und die Kommunen sozusagen die, die es richten müssen. Und darüber werden wir uns heute unterhalten. Wir freuen uns, dass doch so viele dieses eher spezielle Thema so interessant finden, dass sie dabei sind. Wir werden 2 1/4 Stunden gemeinsam heute zusammen sein. Wir haben uns entschieden, keine Pause zu machen und gedacht, dass 2 Stunden und 15 Minuten dann so das Maximum ist, was man sozusagen zumuten kann, bevor man dann auch irgendwann, die Amerikaner sagen jetzt ja immer eine Bio-Break, also in seine biologische Pause gehen sollte. Die dritte Zielgruppe sind für uns Verbraucherinnen und Verbraucher, also auch eine gewisse Sensibilisierung und dann auch der Gesetzgeber. Die Präsentation, die Sie heute von Expertinnen und Experten sehen werden, schicken wir Ihnen hinterher zu. Wir haben ja Ihre Kontaktdaten. Wir schicken Ihnen auch Links und Einladungen zu weiteren Veranstaltungen. Am 19. Oktober ist zum Beispiel eine Veranstaltung zu Nährstoffen in Gewässern unter dem Dach Netzwerk Lebendige Seen Deutschland. Und am 18. November geht es nochmal um das Thema der kommunalen Möglichkeiten, auch über ein Positionspapier eben sich dieses Themas Mikroplastik anzunehmen. Darüber werden wir heute von verschiedenen Experteninstitutionen, Expertinnen einiges hören. Wie gesagt, Dimitri Wedell von der Bodensee-Stiftung wird das Projekt gleich vorstellen. Dann die Frau Susanne Mühlbacher-Kreuzer vom Chiemsee, vom Abwasser-Umweltverband Chiemsee, die dort sehr intensiv auch mit den Chiemsee-Naturführer arbeiten, wird uns die Chiemsee-Agenda vorstellen. Der Chiemsee hat ja über eine Ringleitung wirklich ein vorbildliches Projekt, kann man sagen, oder eine vorbildliche Infrastruktur, mit dem Abwasser umzugehen. Und dann haben wir verschiedene Fachbeiträge. Holger Steen, ganz aus dem Norden, Schleswig-Flensburg aus dem Kreis, wird uns über eine Erfahrung mit Plastikeinträgen in die Schlei, das ist ein Meeresarm, dort oben, sehr schmaler. Insofern sind die Belastungen dann natürlich auch relevant, weil es nicht so schnell sozusagen rausgespült wird, berichten. Dann haben wir Professor Brümmer von der Universität Konstanz. Etwas unterschätzt als Quelle für Mikroplastik sind tatsächlich Sportanlagen, also sozusagen Kunstrasen, wenn man das so ausdrücken will. Und mit diesem Thema wird sich dann Professor Brümmer oder beschäftigt sich Professor Brümmer und wird uns da informieren. Dann haben wir Herrn Tobias Stauffenberg aus Tübingen, der zuständig dort für Umwelt- und Klimaschutz in der Stadt Tübingen. Und die Stadt Tübingen hat einiges an Maßnahmen bis hin tatsächlich auch zu einem
einer Mehrwegpflicht bei Veranstaltungen und es kommt auch eine Verpackungssteuer jetzt zum Jahreswechsel auf den Weg gebracht, um auch dieses Problem besser in den Griff zu kriegen und auch konstruktive Lösungen anzubieten. Und dann noch die Frau Dr. Fricke, ein neues Projekt unter dem Akronym der Abkürzung ERDE, Initiative Erntekunststoffe Recycling Deutschland. Die Landwirtschaft, kann man sich vorstellen, spielt auch mit eine Rolle, was Plastik- und Mikroplastikbelastungen angeht, zum Beispiel über Folien in der Silierung, beispielsweise der Abdeckung von Frühkulturen und so weiter. Das sieht man im Freigelände, aber natürlich teilweise auch im Gewächshausbereich. Und hier werden wir heute über ein Rücknahmesystem etwas hören, was natürlich ein sehr vielversprechender und ein sehr wichtiger Ansatz ist. Ja, so viel im Schnelldurchgang zu unserem Programm. Wie gesagt, wir werden es in gut 2 Stunden mit Diskussion und Fragerunde. Wir werden das am Ende aller Beiträge geblockt machen, sozusagen versuchen, in 2,25 Stunden hinzubekommen. Das wird uns sicher auch gelingen. Sie haben dann 2 Möglichkeiten. Entweder Sie schreiben Ihre Fragen auf und stellen sie nachher mit Handzeichen bei der Diskussion oder Sie schreiben sie in den Chat. Dann sammeln wir und bündeln, das macht die Bettina Schmidt, diese Fragen im Chat und werden die dann nachher den Referentinnen in der Frage- und Diskussionsrunde am Abschluss der Veranstaltung sozusagen zuspielen. Ja, damit würde ich auch schon die kurze Einleitung beenden und übergebe dann an meinen Kollegen, den Dimitri von der Bodensee-Stiftung, der uns dann ganz kurz nochmal die Eckpunkte des Projektes Blue Lakes, also die W-Fragen haben wir gesagt, also wer, was und wann, was machen wir hier eigentlich mit wem und warum, nochmal kurz darstellen wird. Dimitri, dann ist das deine Bühne. Vielen Dank, Udo. Ja, erstmal schönen guten Tag auch von meiner Seite, von der Bodensee-Stiftung. Der Vorteil von diesen Videoübertragungen ist immer die, dass es Überraschungen gibt. Die Überraschung, mit der wir jetzt gerade haben, ist, dass meine Kamera leider nicht funktioniert. Heute Morgen hat es funktioniert. Deswegen sehen Sie mich nicht lächeln, aber das tue ich auf jeden Fall, weil ich mich sehr freue, heute hier diesen kurzen einführenden Vortrag zu Blue Lakes halten zu dürfen und würde jetzt direkt mit der Präsentation beginnen. Da hoffe ich, dass diese technischen Möglichkeiten uns gegeben sind, dass das auch möglich ist. Worum geht es bei dem Projekt Blue Lakes und mit dem netten Titel No Microplastic, Just Waves? Und was ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist eben diese Einordnung in dieses Seminar, dieses Projektes. Es geht um das Seenpapier, um Handlungsempfehlungen, die wir erarbeiten. Aber um damit das erst gelingt und um auch einführend auf die Vorträge, wie sie Herr Gattenlöhner schon vorgestellt hat, auch eingehen zu können, ein ganz kurzer Überblick zu unserem Projekt. Dieses Projekt bearbeiten wir nicht alleine, sondern das machen wir in Kooperation mit italienischen erfahrenen Partnern. Unter anderem sind es dort auch andere Umweltschutzorganisationen wie Legambiente zum Beispiel, aber auch andere Organisationen von den Umweltschutzbehörden, italienische Nationalagenturen für Technologien, also wissenschaftliche Einrichtungen oder auch andere Universitäten, die dieses Projekt mit begleiten und mit bearbeiten. Wir haben dieses Projekt so gestaltet, dass auf beiden Seiten der Alpen, sowohl auf italienischer Seite, Referenzseen ausgewählt wurden. Das ist einmal der Bracciano-See, der Gardasee und der Trasimeno-See auf der italienischen Seite. Auf der deutschen Seite sind es der Bodensee und der Chiemsee, wo ich eben auch an dieser Stelle ganz herzlich vom Chiemsee die Vertreterinnen und Vertreter begrüßen darf, die mit uns zusammen dieses Projekt bearbeiten. Die Partner auf deutscher Seite sind, wie eingangs erwähnt, der Global Nature Fund und die Bodensee-Stiftung und die Chiemsee-Naturführer. Das Projekt hat eine Gesamtlaufzeit von 2019 bis 2023. Also wir befinden uns so ungefähr in der Mitte des Projektes und können Ihnen deswegen auch entsprechend schon Ergebnisse bzw. Ansätze vorstellen, wie wir mit diesem Projekt bzw. mit dieser Problematik umgehen wollen.
Plastik, da sind wir uns, glaube ich, alle einig hier in der Runde, ist überall. Wir finden es in unserem Alltag. Es begegnet uns an ganz vielen Stellen. Und was aus diesem Plastik wird im Laufe der Zeit, sind ganz unterschiedliche Sachen. Zum einen müssen wir, wenn wir uns mit Mikroplastik beschäftigen, ganz klar differenzieren, was für Mikroplastik begegnet uns eigentlich in unseren Seen und Gewässern. Es gibt da zwei gängige Unterscheidungen, einmal zwischen dem primären und sekundären Mikroplastik. Das primäre Mikroplastik ist ein Mikroplastik, ein Stoff, ein Rohstoff, der als in Form von Granulat oder Pellets industriell hergestellt wird und bestimmten Produkten einfach zugesetzt wird, weil sie da einen bestimmten Zweck erfüllen. Bekanntestes Beispiel ist, wie es in der Vergangenheit häufiger eingesetzt wurde, in der Kosmetikindustrie die Zugabe von Mikroplastik, um Peeling-Effekte einfach erreichen zu können. Das Zweite, worum es auch heute noch mal stärker gehen wird, ist das sekundäre Mikroplastik, was ein Ergebnis ist aus einem Zersetzungs- bzw. Alterungsprozess, wo einfach aus einem sehr großen Plastikstück immer kleinere Plastikteile werden, die dann irgendwann mal in diese Kategorie des Mikroplastiks reinfallen werden. Kleine Schwierigkeit, eine einheitliche Definition in dem Sinne, die ich Ihnen jetzt von Seiten der EU oder auf nationaler Ebene vorstellen kann, gibt es nicht. Es gibt aber unterschiedliche Gemeinsamkeiten, worüber eben in diesem sekundären und primären Mikroplastik dann entsprechend gesprochen wird. Wir haben festgestellt, dass dieses Mikroplastik eben kein ausschließliches Problem der Weltmeere ist, wie es eben in der öffentlichen Wahrnehmung einfach gesehen wird, sondern Mikroplastik auch in Süd- und Westdeutschland in unterschiedlichen Gewässern, auch hier am Bodensee, einfach nachgewiesen wird. Also Mikroplastik ist auch ein Stück weit in unseren Seen angekommen. Und wenn wir uns diese ursprünglichen Quellen anschauen, woher denn dieses Plastik in den Weltmeeren kommt, ist es eigentlich eine logische Folge, dass eben 80% insgesamt über diese Flüsse, über diese Zuflüsse in die Weltmeere ja entsprechend auch eingetragen werden. Und daher war es auch nicht verwunderlich festzustellen, dass Mikroplastik in unterschiedlichen hohen Konzentrationen überall bereits nachgewiesen werden kann. Was sind diese Mikroplastikquellen? Es gibt dazu ganz viele unterschiedliche Studien, aber im Ergebnis ist es immer das Gleiche. Auf Platz 1 ist es auch die Reifenindustrie bzw. der Abrieb von Reifen und Straßen. Das ist Punkt 1 und Punkt 3. Punkt 2 ist nach wie vor Müll, der Plastikmüll, der einfach an Gewässern liegen bleibt und der sich dann in diesem sekundären Plastik zersetzt. Und Sie sehen, wenn wir in der öffentlichen Wahrnehmung, was auf Platz 17 ist, von Mikroplastik in Kosmetika sprechen, hat sich da in der Vergangenheit sehr, sehr viel getan. Und so ist auch das weiterhin etwas, was auf Platz 17 ist. In unserem Projekt adressieren wir nach wie vor auch die Kosmetikindustrie, weil das auch in der öffentlichen Wahrnehmung ist und wir uns dahin bedienen können, diese Thematik auch weiterhin bedienen zu können. Was ist das Ziel von Blue Lakes, von diesem EU-LIFE-Projekt? Übergeordnetes Ziel von allen Organisationen, die ich eingangs vorgestellt habe, ist die Entwicklung eines Standards, ist die Mikroplastikbelastungen in Seen zu reduzieren, Eintragsquellen einfach zu reduzieren und einfach zu trocken zu legen. Wir wollen unter anderem mit den italienischen Partnern einen Standardüberwachungsprotokoll für Kläranlagen entwickeln. Ups, jetzt bin ich da aus Versehen weitergerutscht. Und wir wollen eben auch an anderer Stelle, wer spielt an meiner Präsentation? Ich bin ein bisschen irritiert, weil wir schon zwei Folien weiter vorne sind.
Okay. Wir wollen wissenschaftliche Einrichtungen und Behörden und lokale Akteure miteinander vernetzen. Wir wollen aber auch mit Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und Branchen in einen partizipativen Dialog treten, um nach diesen Eintragsquellen und Ursachen auch zu fahnden und Alternativen vorzustellen. Und wie ich es eben gesagt habe, wollen wir mit dazu beitragen, die Öffentlichkeit in dieser Wahrnehmung auch weiter zu sensibilisieren, unter anderem in der Kooperation mit unterschiedlichen Organisationen. Zuletzt hier am Bodensee eine sehr schöne Kooperation mit der Surfrider Foundation Europe. Gleichzeitig eine längerefristige Aufgabe ist die Verbesserung des bestehenden Rechtsrahmens, was eine Arbeit in Brüssel tatsächlich nach sich zieht. Ein zentrales Element ist das sogenannte Lake Paper oder Seenpapier. In diesem gemeinsamen Dokument, das wir mit den italienischen Partnern für diese fünf erstmal beispielhaften Seenregionen entwickeln, wollen wir in den 5R-Kategorien Maßnahmen vorschlagen, wie dieses Problem der Plastikvermüllung bzw. des Eintrags von Mikroplastik ein Stück weit vermieden werden kann. 5R sind die Grundlagen Reduce, Refuse, Reuse, Recycle, Resink bzw. Repair. Und in unserem Seenpapier, in diesem Seendokument, in diesen Maßnahmen, die wir da vorstellen, ordnen wir diese Maßnahmen da entsprechend ein, wollen alle Zielgruppen innerhalb einer Kommune adressieren und schauen so nach Möglichkeiten, wie dieser Mülleintrag wie Mikroplastik auch ein Stück weit vermieden werden kann. Die Maßnahmen helfen, wie ich es gesagt habe, eben zur Vermeidung von Plastikmüll. Was können Kommunen direkt tun? Gleichzeitig wollen wir aber auch ein Überwachungsverfahren und technische Lösungen zum Schutz von Gewässern vorschlagen. Also was kann eine Kommune in ihrer Rolle im Abwassergewässerverband unternehmen, um Gewässer von Plastik und Mikroplastik ein Stück weit auch frei zu halten? Ziel ist es, mit diesem Seenpapier eine Selbstverpflichtung, proaktiv zu sein. Also nicht erst zu warten, bis dieses Problem sozusagen über die Ufer tritt, sondern auch jetzt schon zu zeigen, okay, unsere Kommune in diesen Seenregionen unternimmt etwas. Wie gestaltet sich eine Seite solcher? Hier sind einige Beispiele, wie so etwas denn sich dann darstellen wird. Das Ganze ist dann ausformuliert, auch mit konkreten Maßnahmen in einem Text. Es gibt verschiedene Kategorien, verschiedene Möglichkeiten. Einmal vom plastikfreien Wochenmarkt über Unternehmen im Bereich Sport, Umweltbildung und Landwirtschaft. Alles Maßnahmen bzw. Punkte, wo eine Kommune eben entsprechend ansetzen kann oder als Katalysator eben mit dazu beitragen kann, in irgendeiner Form diese Bereiche, die sie betrifft, auch zu adressieren. So viel zu dem Seenpapier bzw. ganz kurz als Einführung zum Blue Lakes Projekt. Wenn Sie weiterhin Fragen haben, hoffe ich, dass wir diese Fragen jetzt direkt mit Ihnen gemeinsam diskutieren können und dass wir eben auch entsprechend einen weiteren großen Input bekommen, um dieses Seenpapier weiterentwickeln zu können, in der Hoffnung, dass wir damit eben einen wesentlichen Beitrag auch leisten können, diese Problematik richtig angehen zu können. Ich bitte nochmal, diese technische Störung zu entschuldigen. Leider funktioniert die Kamera immer noch nicht, obwohl meine Kollegin, die Frau Nussbaum, im Hintergrund ganz oft einen Kamerawechsel schon vorgenommen hat. Udo, insofern, ich gebe wieder zurück. Bitteschön. Ja, vielen Dank, Dimitri, für den Einblick und die Zusammenfassung zum Projekt Blue Lakes und den Intentionen. Wie erwähnt, bitte Fragen oder auch Kommentare, die Sie haben, aufsparen. Notieren Sie sich die. Wir haben nachher mindestens eine halbe Stunde für Fragen und Antworten
Am besten natürlich auch, wenn Sie eine Frage haben, sagen, an wen Sie die richten und sich dann später auch kurz vorstellen. Wir machen auch gleich weiter. Wir haben die Frau Mühlbacher-Kreuzer heute bei uns dabei. Sie ist die Umweltbeauftragte des Abwasser- und Umweltverbands am Chiemsee und wird uns die Initiative Plastikfreie Chiemsee-Region vorstellen. Ich gebe auch gleich an Sie weiter, Frau Mühlbacher-Kreuzer. Ja, ein herzliches Grüß Gott. Vielen Dank, Herr Gartenlöhner vom Chiemsee. Ich gebe gleich mal meinen Bildschirm frei, sodass wir den Zeitplan auch einhalten können. Moment, ich gehe noch in die Präsentation. Ups, eins zurück. Gut, also ich bin hauptverantwortlich für die Umweltthemen von dem Abwasser- und Umweltverband Chiemsee und freue mich heute eben diesen Verband vorstellen zu dürfen. Er ist ja zweigeteilt, wie Sie alle sehen, in den Abwasserbereich und den Umweltbereich. Und deswegen fangen wir jetzt einfach ganz kurz an mit dem Abwasserbereich. Am Chiemsee gibt es einen sogenannten Chiemsee-Ringkanal mit der Verbandskläranlage. Die Kläranlage ist der kleine Punkt hier zwischen Simsee und Chiemsee. Es ist kein kompletter Ring, sondern zwei Spangen, eine Nordspange, die sich von den Gemeinden Seebrugg, Gstaad, Breitbrunn nach Rimsting zieht und hauptsächlich im See eben geführt wird. Und eine Südspange, die mehr landverlegt ist, die Gemeinden Chieming, Grabenstedt, Übersee, Bernau und den Markt Brien mit aufnimmt, also das Abwasser. Das Ganze läuft dann zu unserer Kläranlage und das will ich auch ganz deutlich sagen, wir entwässern nicht in den Chiemsee, sondern eben über einen ganz langen Stollen und eine Druckleitung in den Inn. Das vereinende Element von allen 10 Anrainergemeinden ist eben diese Abwasseraufgabe und im Jahr 2000 kam noch der Umweltbereich dazu. Weil die meisten Menschen noch keinen Ringkanal oder keine Seeleitung gesehen haben, habe ich ein Bild mitgebracht. Und zwar direkt vor Ort wurde diese Leitung produziert, damit wir keine Lückenschlüsse vollführen müssen. Das heißt, diese Leitungen sind im See versenkt worden mit Gewichten dran und geflutet bleiben die unten am Seegrund liegen. Und das ist ein Bild von 1988, 89. Wir sind November 89 in Betrieb gegangen und wie gesagt, die wurden vor Ort produziert. Und alles endet letztendlich in der Kläranlage dann. Es ist eine ganz klassische Kläranlage mit Vorklärbecken, Belebung und Nachklärung, die dann in den Inn entwässern. Für diejenigen von Ihnen, die sich für Kläranlagen interessieren, noch kurz ein paar Zahlen zusammengefasst. Wir sind ausgelegt für 85.000 Einwohner. Im Sommer bearbeiten wir das Abwasser von ca. 70.000 Einwohnern und im Winter nur von ca. 40.000. Das sind die Einheimischen, der Rest sind Gäste im Sommer. Wir sind ja eine hochtouristische Region. Wir haben 28 Kilometer Seeleitung, die sind aus Polyethylen. Landverlegte Leitung 50 Kilometer. Ja, und verschiedene Werte, wirklich nur was für Cracks, sage ich mal, die sich in der Kläranlage auskennen. Wichtig ist, wir haben im Augenblick noch keine vierte Reinigungsstufe und wie gesagt, wir entwässern in den Inn und nicht in den Chiemsee. Dann komme ich auch schon zum Umweltbereich. Also Plastik ist ein großes Projekt von uns, das bereits seit 2018 läuft. Aber nicht das Einzige. Wir haben noch ein CO2-Projekt, den Chiemsee-Rund- und Radweg, die Chiemsee-Ringlinie, dann den Bürgerbus Chiemsee, weiter unten hier, dann die Naturbeobachtungen, wo auch die Naturführer eben ihre Führung anbieten im Rahmen dessen und artenreiche Lebensräume. Und wie Sie wie der Herr Wedel schon gesagt hat, das Mikroplastik ist überall, so auch in Chiemsee. Es gibt ein Papier vom Bayerischen Landesamt für Umwelt, Mikroplastik in bayerischen Seen. Da wurden 4 Stück untersucht. Bei uns ist es hauptsächlich, leider Gottes, in der Kernzone des Naturschutzgebietes haben wir die höchsten Einträge und der Rest ist eher niedrig. Das hat verschiedene Gründe, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Aber wie gesagt, bevor dieses Papier erschienen ist, haben wir schon mit Aktionen eben angefangen, zum Beispiel auf der Fraueninsel 2018, um das ins Bewusstsein der Menschen zu heben. Das Ganze hat sich dann entwickelt, 2019 zu Vorträgen und Workshops an weiterführenden Schulen, also ab 4. Klasse mit der Meeresbiologin, der Frau Hager hier.
Und dann haben wir gesagt, nein, wir müssen es nochmal erweitern. Wir gehen jetzt auch in die Kindergärten. Mit der Umweltbildung haben wir ein Projekt aufgesetzt für Vorschulkinder. Ganz viele Flyer und Plakate erstellt, um eben auch die Eltern einzubinden, um eine möglichst breite Öffentlichkeit zu gewinnen. Was uns wichtig ist, ist, dass es nicht nur schöne Worte sind, die in unseren Papieren stehen, in unseren Flyern, sondern, Teil ist aufgefressen worden, sondern auch Tipps, ganz praktische Tipps, weil man möchte es nicht glauben, aber in den Schulen haben noch circa ein Drittel der Kinder Plastik, Einweg-Plastikflaschen zum Trinken, halt Wasserflaschen dabei. Also das könnte man definitiv verbessern, sage ich mal. Und deswegen ist unser Flyer ganz einfach gehalten. Ja, und für Anfänger sage ich immer praktische Tipps. Gib deinem Kind eine Mehrwegflasche mit oder nimm eine Brotzeitbox. Also so ganz Basics, die immer noch nicht in den Köpfen der Menschen drin sind. Und meine Erfahrung ist eben, dass die Erwachsenen schon ein bisschen müde des Themas sind. Und deswegen verlegen wir uns jetzt auf die Kinder. Auch für den Kindergarten haben wir Programme und Plakate entwickelt. Wenn die Eltern die Kinder bringen, die ja nicht lesen können, werden sie nebenher praktisch informiert über das Thema Plastik. Und ich muss sagen, also wir haben schon den Eindruck, dass wir haben immer noch Müll rund um den See, aber mit den ganzen Ramadama-Aktionen ist es eigentlich ganz gut zu handhaben. 100% wird man nie schaffen, aber es wird besser und besser, denke ich mal. Und wenn Sie weitere Infos brauchen zu unserem Verband oder sich gerne einen Flyer oder die Plakate runterladen wollen, dann gehen Sie doch auf www.chiemseeagenda.de. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja, ganz vielen Dank, Frau Mühlbacher-Kreuzer, für diesen sehr interessanten und auch sehr prägnanten Vortrag. Auch die Zeit haben Sie super eingehalten. Ganz toll. Der Chiemsee ist natürlich immer eine Reise wert, mal unabhängig von den technischen Möglichkeiten, sich da mal eben auch die Arbeit des Abwasser- und Umweltverbandes Chiemsee anzusehen, ist natürlich wirklich eine tolle Destination. Ich war da tatsächlich auch schon im Urlaub und meine Kinder haben mich auch schon mal zum Chiemsee Reggae Festival geschleppt. Ja, genau. Leider, solche Dinge sind ja ein bisschen eingeschränkt in heutiger Zeit und wir alle würden uns natürlich mal wieder freuen, wenn wir auch wieder in Präsenz uns treffen könnten. Bis dahin perfektionieren wir unsere Zoom-Fähigkeiten und auch eben immer besser. Ja, vielen Dank. Auch Fragen an die Frau Mühlbacher-Kreuzer. Bitte entweder gleich in den Chat, die Bettina Schmidt sammelt die, oder eben aufsparen. In einer Stunde, wir haben jetzt 4 Vorträge noch vor uns, in der nächsten Stunde gehen wir dann gemeinsam in die Diskussion und freuen uns dann auch auf Ihre Erfahrungen, Ihre Beiträge und sicher haben Sie da auch noch die ein oder andere Frage. Ja, dann machen wir gleich weiter. Wir haben als ersten Fachbeitrag jetzt in diesem Block von 4 Fachbeiträgen den Holger Steen gewinnen können. Wie schon erwähnt, es geht um die Schlei, um einen Meeresarm an der Nordsee und den Aspekt der Kompostierung von Speiseresten und Bioabfall und Plastikverunreinigungen, die da nicht reingehören, aber ab und zu dann doch mal hineinkommen und in der Region dann auch zu einem Problem geführt haben. Herr Steen, wir sind gespannt. Ja, moin moin aus dem hohen Norden der Republik. Ich gebe mal auch jetzt meinen Bildschirm soweit frei. Ja, mein Name ist Holger Steen, ich leite das Sachgebiet Wasserwirtschaft hier beim Kreis und wir hatten Anfang 2018 eine fast schon dramatische Situation hier mit dem Eintrag, also von, es waren sicherlich Millionen kleiner Plastikteilchen in die Schlei. Ich werde darüber berichten und ich habe meinen Vortrag in so 4 Abschnitte oder 4 Fragen als Überschriften genommen. Zunächst einmal erzähle ich, wie der Eintrag bemerkt wurde und wie die Ursache ermittelt worden ist und anschließend, wie wir und andere den bekämpft haben. Schließlich möchte ich über die Folgen für das Ökosystem Schlei ein paar Worte verlieren und es ergaben sich daraus noch weitere Folgen. Ja, der Eintrag wurde bemerkt
tatsächlich, weil sich eine Anwohnerin bei uns gemeldet hatte und hatte gesagt, dass es eben viele kleine Plastikablagerungen an ihrem Schleigrundstück so aufgetreten sind. Ich bin da hingefahren mit einem Kollegen, habe mir das angeguckt. Vielleicht kann man das erkennen, es war gerade ein frostiger Tag und also das waren jetzt, diese Plastikteilchen waren jetzt in der Eisscholle festgefroren. Verstehen, wir sehen noch Ihre erste Folie. Ist das beabsichtigt oder? Nein, dann, das ist jetzt okay. Alles klar. Dann, jetzt sehen wir die nächste, ja. Ja, genau. Ich war jetzt schon bei der Folie. Da kann man dann vielleicht auch auf dem Bildschirm erkennen, was es sich handelt. Eben viele weiße, bunte Pünktchen, kleine Schnipselchen an Plastik. Das ist das, was wir da an dem Strandbereich festgestellt haben und haben uns überlegt, wo mag das denn herkommen? Wir sind nicht zunächst auf die Kläranlage gekommen, weil es eigentlich kein üblicher Austrag aus Kläranlagen ist. Außerdem hat diese Kläranlage noch einen Sandfilter. Das schien uns äußerst unwahrscheinlich, dass es daher kam. Da hatten wir uns dann allerdings geirrt. Nachdem wir diverse andere Möglichkeiten ausgeschlossen haben, haben wir natürlich auch die Kläranlage überprüft. Und dann sieht man hier auf dem Bild jetzt, das ist der Sandfilter, das ist die letzte Reinigungsstufe. An dieser Stelle durch eine Holztauchwand konnten wir die Plastikteilchen zunächst einmal erstmal aufhalten. Das Bild ohne diese Holztauchwand war so, wie das dahinter war. Also man sah das sehr, sehr schlecht. Also es gab immer nur alle paar Sekunden, dass irgendwie so ein Schnipselchen mal mit dem Wasser dann weiter in die Schlei geleitet worden ist. Das sah nicht dramatisch aus. Also durch die Tauchwand ahnte man, okay, wir haben hier tatsächlich ein größeres Problem. Dann wurde als Sofortmaßnahme dann hinter der Tauchwand noch ein Lochblech installiert in den Ablauf. Das heißt, das hatte man nicht 1,5 mm Durchmesser, die Löcher, die es ließ dann halt kein, also die Schnipselchen nicht mehr durch. Also das war eine, zumindest für das grobe Plastik, sicher nicht für feinste Fasern, aber für das grobe Plastik eine sehr wirksame Maßnahme. Und man hielt so pro Tag anfangs 100 bis 150 Liter von tatsächlich von Plastikteilchen damit zurück, die vorher halt sukzessive in die Schlei gelangt sind. Das ist dann doch eine ganze Menge. Man ist erstaunt, man sieht relativ wenig und wenn man dann da so ein Sieb hinterlegt, dann erkennt man, wie viel es eigentlich ist. Hier nochmal ein Bild von dem Zeug, was sich dann in der gesamten inneren Schlei, überwiegend aber teilweise auch in der äußeren, also der mittleren äußeren Schlei, über die Ufer verteilt hatte. Und wirklich sehr, sehr große Mengen. Und wir hatten uns dann natürlich auch gefragt, wie kommen diese Teilchen überhaupt da rein? Was ist hier passiert? Und warum hat der Sandfang nicht funktioniert? Und wir hätten ja gedacht, der Sandfang müsste sowas zurückhalten. Und dann stellt sich die nächste Frage, wie lange geht das denn schon so? Und vielleicht nochmal, was den Sandfang angeht. Letztendlich waren das Teilchen, die, also die Dichte ist eher geringer als Wasser oder gleich eins. Das bedeutet, dass die Teilchen schwimmen und dieser Sandfang ist von unten nach oben durchströmt, nicht von oben nach unten. Dann wäre es in diesem Fall deutlich besser gewesen, aber der von unten nach oben durchströmte Sandfang hält diese Plastikteilchen nicht zurück, weil diese mit dem Wasserstrom schlichtweg durch den Sandfilter nach oben dringen. Ist erstaunlich, aber passiert. Also die Filterwirkung dieses Sandfangs ist ja auch nicht für Plastik ausgelegt gewesen, sondern für Belebschlammteile. Und die werden auch wunderbar und effektiv zurückgehalten, aber Plastik nicht. Dann nochmal kurz zur Erläuterung, wie ist das Plastik überhaupt in die Kläranlage gekommen? Nicht auf dem konventionellen Wege über den Zulauf, sondern über die Annahme von Speiseresten.
Wie ist es dazu gekommen? Also diese Speisereste wurden ursprünglich nicht in der Kläranlage verarbeitet. Aber mit der BSI-Krise Anfang der 2000er Jahre wurde dann wurde es verboten, diese Speiseabfälle aus Kantinen standen, die hier überwiegend, als Tierfutter wieder zu verwenden, um solche Kreisläufe eben nicht mehr zu schließen. Dann haben wir halt eine Genehmigung erteilt, die in die Kläranlage einzuleiten. Seinerzeit waren es tatsächlich unverpackte Lebensmittel, also wirklich Speisereste aus Kantinen und dergleichen. So, dann im Laufe der Jahre wurde dann der Zulieferer übernommen durch eine andere Firma, die dann den ganzen, das Sammeln auch geändert hat. Die haben, sind dann angefangen und haben auch Lebensmittelabfälle von Supermärkten angenommen und diese dann vorbehandelt und auch in einer Vergärungsanlage vorbehandelt, zusammen mit den Speiseresten. Diese Lebensmittel, also diese Lebensmittel aus Supermärkten, die abgelaufen waren, die wurden aber nicht entpackt, weil das zu aufwendig war, sondern man hat die einfach in eine riesige Hammermühle geschickt. Die Hammermühle hat das alles klein gehauen und dadurch entstanden diese Plastikfetzen, die dann über ein grobes Sieb teilweise dann auch zurückgehalten worden sind, aber nur sehr grob, also kleinere Plastikteilchen sind erheblichen Umfang in dieser Masse drin gewesen und diese Masse ist letztendlich zur Kläranlage schließlich in den Faulturm gekommen. Genau, und da wurde das dann gemischt mit dem sowieso entstehenden Klärschlamm, also der Rohschlamm aus der Vorklärung und der Belebschlamm, der dann letztendlich im Faulbehälter, da wird der den Gas gewonnen. Und dann entsteht hier der Klärschlamm, der sich noch hier nochmal aufgetrennt wird, nochmal eingedickt wird. Und das ist halt der Punkt. An der Stelle des Nacheindickers ist dann mit dem Filtrat, mit dem Überstandswasser, die leichte Plastikfraktion wieder vorne in den Zulauf, in den Rechen gelangt. So, und das war der Eintrag in den Wasserpfad, der hier oben in Blau dargestellt worden ist. Der Schlammpfad ist so ein bisschen beige. Der größte Teil des Plastiks ist in die Kammerfilterpresse gelangt. Als Klärschlamm verwertet worden, also der mit starkem Plastikanteil wurde verbrannt. Also vorher hat die Kläranlage Schleswig allerdings auch landwirtschaftlich verwertet. So, das heißt, mit diesem Zufluss über den Rechen hatten wir dann diese Plastikteilchen in der Anlage und sie wurde, wie gesagt, auch durch die Sandfiltration wurden diese Teilchen nicht zurückgehalten und damit gab es keinen effektiven Rückhalt mehr und sie gelangten in die Schlei. Dann ist halt die nächste Frage gewesen, wie viel? So genau wissen wir das bis heute nicht. Wie viel von diesen Plastikteilchen sind denn überhaupt eingetragen worden? Weil es nicht genug Messwerte gibt, nicht genug Untersuchungen gibt, aber so schätzungsweise ist die gesamte Zulauffracht von Partikeln größer als 2 Millimetern gewesen und 9,2 Tonnen, wovon dann 70-80% aber in den Klärschlamm gelangt sind, weil sie etwas schwerer sind. Und besonders die leichte Fraktion, die Folien, die sind mit etwa 20-30% in den Ablauf und somit in die Schlei gelangt. Also wir schätzen 1,85 bis 2,77 Tonnen Plastikteilchen. Und wenn man sich überlegt, wie leicht so ein Folienschnipsel ist, hat man eine Ahnung davon, wie hunderttausende Teilchen das gewesen sein müssen. Wir vermuten, dass es auch vor 2017 Einträge gab. Da ist die Datenlage noch schlechter. Wir haben wenig Hinweise aus der Bevölkerung bekommen. Also insofern denke ich, dass der Eintrag auch nicht so groß gewesen sein kann. Das wäre sichtbar gewesen am Strand. Also die Bilder, die so am Strand sind, die kann man hier erkennen. Das sieht auch ein normaler Spaziergänger, dass da was nicht stimmt. Also das ist das typische Bild gewesen. Die Plastikteilchen mit so einem Spülsaum, Schilfresten vor allen Dingen vermischt und sehr viel Organik. Also sie haben ja sie haften sich gerne an die Organik an und dann gab es am Spülsaum immer so Ablagerungen.
Und wir haben das dann systematisch erfasst in den nächsten Monaten. Hier rechts unten sieht man das Bild, so einen Quadranten, wo man dann überlegt hat, ist das jetzt viel oder ist das nicht so viel? Also es gab ja kaum Bereiche, die gar nicht belastet waren. Man musste schon entscheiden, wo ist hier ein Hotspot, den man denn tatsächlich auch bearbeitet. Und Sie stellen sich sicherlich die Frage, ja, wie kriegt man das wieder raus? Ja, nur händisch mit Haken letztendlich aus dem Wasser fischen. Und das ist ein unglaublicher Aufwand gewesen, personell auch. Und in der Summe sind viele, viele Tonnen, ich komme da gleich noch zu, an Material entsorgt worden. Hier kann man sehen, wir haben einige Wochen lang mit sechs Kollegen sind wir die Schlei abgegangen und haben die bewertet, wo große Verschmutzungen sind. Dann den Verursacher aufgefordert, hier noch bitte zu reinigen. Also die ganze Schlei ist in Quadranter eingeteilt gewesen und die Kollegen sind dann hingefahren und haben Fotos gemacht und haben letztendlich dokumentiert, wo die Verunreinigung am größten war. In den ersten 3 Monaten wurden so auf diese Weise 1424 Tonnen mit plastikverunreinigten so Resten an Schilf und Organik aufgenommen und dann letztendlich der Verbrennung zugeführt. Dabei ist die Schlei ja in weiten Teilen, da gibt es naturschutzfachliche Anforderungen. Es gibt das Naturschutzgebiet Reesholm hier in der Nähe. Da gab es natürlich dann auch Verbote. Man konnte nicht immer das dann auch aufsammeln. Also in der wärmeren Jahreszeit blieben die Teilchen noch einfach liegen, um die Vogelwelt zu schützen, um das NSG nicht zu stark zu schädigen. Es wurde auch versucht, die Teilchen aus der Wasserfaser mittels eines Siebschiffes zu entnehmen. Komme ich gleich noch zu. Und nach einem halben Jahr waren die Anschwemmungen deutlich geringer, aber vereinzelt trafen immer noch mal wieder bis Anfang 2020 Anspülungen auf. Das ist das Siebschiff. Das war auch eine Idee der hiesigen Stadtwerke. Letztendlich vorne wurde die Wasseroberfläche bis in eine Tiefe von 20 Zentimetern, also floss über diese Schleusentore, möchte ich mal nennen, in das Boot rein oder in das Floß rein. Und dort war ein großes Sieb. Das Sieb sollte halt dann das Plastik herausfiltern. Das hat aber nicht so richtig gut funktioniert, weil man überwiegend, sieht man in den Bildern, der Plankton und Fischbrut und also natürliches organisches Material hatte und viel zu wenig Plastik. Also das war für so einzelne Hotspots vielleicht mal ganz gut, aber in der Summe konnten wir damit leider nicht so viel entnehmen. Dann stellt sich natürlich die Frage, wann ist es genug? Da sieht man jetzt den Übergang. Wir haben mehr mit Grobplastik zu tun gehabt im Laufe der Zeit. Diese kleinen Plastikpartikeln wurden immer weniger. Null ist bis heute nicht, weil das kennen Sie sicherlich auch in Ihren Gewässern. Das ist der übliche Eintrag, der übliche Wahnsinn. Bin mir nicht sicher, höre ich eine Glocke? Es ist ganz leise hier. Ja, ansonsten, war die Glocke. Ja, da war das Glockensignal schon natürlich. Mir wird geläutet. Okay, ich sehe auch zu, dass ich zum Ende komme. Die Folgen für die Schlei sind sehr schwer zu bewerten. Wir haben auch über ein Tauchunternehmen mal geguckt, was am Grunde der Schlei zu erwarten, ob da man eine große Verschmutzung hat. Hat man nicht, zum Glück. Also am Auslauf der Kläranlage gab es eine etwas höhere Konzentration, die aber auch nicht so sanierungswürdig war. Das handelt sich ja, wie ich schon sagte, ja, es waren ja die leichte Fraktion, die jetzt überwiegend in den Auslauf kam. Die haben sich dann natürlich auch nicht viel abgesetzt. Die Folgen für das Ökosystem Schlei ist auch sehr schwer zu bewerten. Eine Aufnahme der Kunststoffe durch Fische ist wahrscheinlich, gehen davon aus. Wir haben auch die Fischer befragt, aber die haben letztendlich auch keine
sichtbaren Folgen entdecken können. Wir haben vielmehr über die Kormorane geschimpft. Es ist zu vermuten, dass natürlich ein höherer Schadstoffeintrag mit dem Mikroplastik verbunden gewesen ist. Aber sichtbare Auswirkungen waren nicht festzustellen. Also eine weitere negative Auswirkung ist sicherlich auch die Störung der Schutzgebiete am Steilufer durch die Bekämpfung selbst, die Entnahme der Organik, das sind da alles Eingriffe. Ein Großteil des Plastik dürfte auch in kleinere Bruchstücke zerfallen sein und nicht mehr sichtbar sein. Also diese durchsichtigen Folien, die waren als erstes weg, die sah man nicht mehr, aber was heißt weg? Das ist endlich zu klein, um sie nicht mehr zu sehen, aber noch im Wasser. In der Folge hat der Gesetzgeber den Rahmen verschärft. Das kann in der Form so hier nicht mehr eintreten, weil das einfach unzulässig ist, diese Stoffe überhaupt anzunehmen. Es gab Anpassungen der Düngemittelverordnung, der Bioabfallverordnung. Die Kläranlagenbetreiber wurden sensibilisiert. Und also gerade wer halt diese Stoffe annimmt, den kann ich nur anraten, ganz genau hinzugucken, weil da kann man sich ganz schön viel in seine Kläranlage holen. Schlussendlich haben wir auch versucht, noch was daraus zu machen, denn die Schlei hat ja nicht nur das Plastikproblem, sondern sie hat auch ein großes Nährstoffproblem über viele Jahrzehnte. Und auf Initiative des Kreises wurde denn das Projekt, also Modellregion Schlei, entwickelt. Das ist eine Kooperation der Kreise Schleswig-Flensburg, Rendsburg-Eimsfelde und das Land und dem Land Schleswig-Holstein. Und da geht es halt um Umweltbildung, kooperativen Gewässer, Naturschutz, Ökosystemforschung, Renaturierung und regionale Wertschöpfung. Insbesondere werden Projekte gefördert, die Nährstoff zurückhalten, Gewässer ranstreifen, verminderter Einsatz bei der landwirtschaftlichen Produktion und so weiter. Gibt auch eine interessante Internetpräsenz. So, ich denke, Fragen sind wahrscheinlich noch da bei Ihnen oder aufgekommen. Ich bitte dann, die im Chat zu stellen oder nachher bei der Diskussion. Und damit bedanke ich mich für Ihr Zuhören. Ja, vielen Dank, Herr Steen, für den Einblick in die Problematik an der Schlei. Wenn man 9 Tonnen schon messbare Teile nachweisen kann, dann ist klar, dass es auch im Nanobereich natürlich noch größere, das war ja der Millimeterbereich, noch größere Mengen gibt, die dann unter Umständen, wie Sie auch gesagt haben, Wechselwirkungen eingehen und also beispielsweise vielleicht auch mit Medikamenten oder Hormonen und dann endokrine Wirkungen haben. Zeigt wieder, Vorsorge, Vermeidung ist immer besser, als hinterher dann mit Siebschiffen durch die Gegend fahren zu müssen. Da haben sicher viele Teilnehmerinnen hier jetzt auch noch Fragen. Ich hätte auch ganz viele, die stellen wir jetzt zurück für den Chat und machen gleich weiter mit dem Beitrag von Herrn Professor Brümmer zu dem Thema Mikroplastik-Einträge und Mikroplastikbelastungen aus Sportfreianlagen. Wie ich eingangs gesagt habe, eine völlig unterschätzte Quelle. Das hat sich mehrfach gezeigt bei Befragungen, wenn wir herausfinden wollten, was wissen Menschen denn über Mikroplastik, dann wird diese Quelle ganz, ganz selten genannt. Wir sind gespannt, Herr Professor Brümmer. Vielen Dank und ein Gruß an den Bodensee und danke für die Einladung, für den Vortrag. Ich versuche, Ihnen in diesen wenigen Minuten einen kleinen Einblick zu geben in das, was wir machen. Wir hier an der Universität Stuttgart in meinem Forschungseinheit Biodiversität und wissenschaftliches Tauchen. Und da sehen Sie, wo die Verbindung auch zum Sport ist. Und gleichzeitig bin ich auch Mitglied in der Arbeitsgruppe Mikroplastik durch Sport in der Umwelt, die sich seit etwa 2,5 Jahren mit diesem Thema beschäftigt. Es ist in der Tat so, dass... Warum geht das nicht? Es ist noch nicht im Präsentationsmodus. Ja, ich habe es gerade schon versucht. Jetzt müsste es funktioniert haben. Ja, genau. Genau. Also, um eines vorneweg zu stellen, es ist eigentlich ein Dilemma mit dem Kunststoff. Weil eigentlich ist es ein toller Werkstoff und auch im Sport nicht wegzudenken. Sie sehen oben als Beispiel das Kunststoffboot. Im Sport haben wir sehr, sehr viele Kunststoffmöglichkeiten oder Einsatzmöglichkeiten für den Kunststoff. Es ist einfach ein Alleskönner. Auf der anderen Seite mit dem Mikroplastik und auch dem Nanoplastik und anderen Gesichtspunkten ist es eine große Gefahr für die Umwelt. Und ich finde, es ist ja nicht das Problem der Kunststoffe als solches, sondern es ist, wie wir damit umgehen und welches Bewusstsein wir zu diesem Stoff entwickeln.
Wir haben eine ganze Reihe von Erkenntnissen in der Wissenschaft, die ich hier nicht darstellen kann aufgrund der Zeit. Aber wir haben, das wurde vorhin schon angedeutet, im Sportbereich nur noch eine Definition, über die wir reden, nämlich die ECHA, die Europäische Chemikalienagentur, die verschiedene Beschränkungsvorschläge vorbereitet in diesem Zusammenhang, gibt uns eine Definition vor, alles was kleiner 5 mm ist und auch für die Fasern, auf die wir nachher noch kommen. Oben sehen Sie eine Ameise, die sich wehrt gegen den Mikroplastikeintrag in ihren Bau am Rande von einem Sportplatz aufgenommen. Das ist eigentlich die Grafik, die vorhin auch schon erwähnt wurde mit der Umsichtsstudie, die den Sport wachgerüttelt hat. 3% des Mikroplastikeintrags kommt aus Sport- und Spielplätzen. Und ich kann Ihnen sagen, dass diese Studie, die vorhin auch schon zitiert wurde, die Umsichtsstudie, heftigst diskutiert wurde im Sport, aber sie hat eins bewirkt. Man hat darüber geredet und man ist dieser Problematik aus der heutigen Sicht durchaus viel näher gekommen. Wir haben deswegen auch die Diskussion zu Mikroplastik in der Umwelt, auch im Sport zu spüren bekommen. Ich finde, das ist gut. Die Wahrnehmung und die Medienpräsenz hat es bedurft, damit wir uns damit beschäftigen. Aber es gab auch entsprechende Einschränkungen der Fördermöglichkeiten, so zum Beispiel im Land Baden-Württemberg werden keine Sportplätze mehr staatlich gefördert, die Kunststoffgranulat einstreuen. Die Mengen vielleicht noch was, wir haben Kunststoffrasensysteme in Deutschland etwa 5000, in Baden-Württemberg haben wir etwa 1000 Kunststoffrasenplätze. Nicht alle sind mit Kunststoffgranulat verfüllt, aber nur damit Sie mal eine Hausnummer haben. Wir haben mittlerweile, das ist der Lohn letztendlich und auch das, was ich vorhin gesagt habe, die Öffentlichkeit ist darauf aufmerksam geworden. Wir haben verschiedene Informationsschriften, ein sehr gutes Faktenpapier vom Deutschen Olympischen Sportbund und vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft, das Umweltministerium Baden-Württemberg, ein Mikroplastik im Spiel, eine Broschüre und ganz neu aktuell aus dem Monat Juli diesen Jahres die Handlungsempfehlungen für Fußballvereine und Kommunen zum Mikroplastikaustrag bei bestehenden Kunststoffrasenplätzen. Und da werde ich Ihnen auch nachher noch zeigen, wie es da auf den Plätzen aussieht. Ich zeige Ihnen was von Kunststoffrasensystemen, aber es sind nicht nur die Fußballplätze. Die werden mittlerweile immer zitiert. Das sind mittlerweile auch neue Quellen, die wir erkennen müssen und anerkennen müssen. Leichtathletiklaufbahnen, Tennisanlagen und Reitanlagen. Und wir stellen uns hier in verschiedenen Forschungsprojekten die Frage, wie kommt es zum Kunststoffaustrag? Wie viel ist da drin, Primäres und Sekundäres? Wird es verdriftet, wird es transportiert, wird es mobilisiert, auch im Boden? Wir untersuchen auch Bodenorganismen, wir arbeiten mit Springschwänzen und stellen uns die Frage, welche Beeinflussung von Biozinosen, ähnlich wie das an der Schlei geschehen ist, haben wir denn eigentlich vorliegen? So könnte es aussehen. Links ein Kunststoffrasenfeld. Hier nochmal ganz kurz zur Erläuterung. Wir haben unten die elastifizierende Schicht in schwarz hier dargestellt, der dicke schwarze Balken. Und dann kommen da drauf der Teppich. Das müssen Sie sich wirklich wie einen Teppich vorstellen. Da drauf dann die Fasern unten rein, damit der Teppich nicht wegfliegt im wahrsten Sinne des Wortes. Der Sand, das beschwert, etwa 30 Tonnen Sand sind da drauf. Und dann kommen etwa nochmal so 30 bis 40 Tonnen Mikroplastik. Die Anzahl der Partikel kann man nur abschätzen, wie viel das sind. Das sind aber viele, viele Millionen. Die EU, die ECHA in dem Fall, sieht Mikroplastik als Füllstoff für Kunststoffrasenfelder als den größten Verwendungszweck und auch EU-weit als größte Quelle für Mikroplastikaustrag und schätzt ihn auf 16.000 Tonnen pro Jahr von den Kunststoffrasensystemen in Europa. So nochmal den Einblick, so könnte es auch sauber aussehen. In dem mittleren Bild unten haben Sie so ein paar grüne Pünktchen auf dem schwarzen ganz unten. Das ist Mikroplastik ein bisschen ausgetragen. Dann die Einfassung des Spielfelds und oben der Kunstrasen. Tatsächlich sehen wir sehr häufig diese Bilder. Links auf dem Weg, dann zwei Bilder, die ganz deutlich zeigen, ganz außen in der Mitte, dass es auch über die eigentliche Spielfläche und die Sportanlage hinaus ausgetragen wird. Und das zweite von rechts, da sehen Sie den einen Austrag zum Beispiel unter einer Auswechselbank. Und die haben wir zum Beispiel mal vermessen. Wir kommen dann auf einer Auswechselbank durchaus auf 3 Kilogramm, die dort liegen, die einfach so rumliegen. Und um die sich in dem Fall wirklich niemand kümmert. Das heißt also, wir haben es hier auch mit einer Bewusstseinsproblematik zu tun.
Hier mal ein Beispiel von einem Sportplatz, der hier links an eine Böschung angrenzt, unten dran so ein kleiner Grünstreifen, eine Wiese, und die ist 66 Meter lang, das ist also die Breite des Feldes. Und wir haben hier pro Quadratmeter etwa 6 Kilo. Auch das sind aber Tausende von Partikeln, die hier ausgetragen werden. Und wenn ich heute auf einen Platz gehe, dann kann ich genau sagen, wie die Reinigungsmaschinen fahren, wie die Spielerinnen und Spieler laufen. Man kann der Spur nachgehen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns diesem Thema annehmen. Und ich bin deswegen auch sehr froh, dass der DFB diese Handlungsempfehlungen herausgegeben hat, an denen ich auch mitarbeiten durfte. Wir haben mittlerweile 84 Sportfreianlagen betrachtet. Davon sind 71 Fußballplätze. Und wir haben da einfach mal so quantitativ, das haben wir mal weggelassen hier in der Berichterstattung, sondern wir haben auch qualitativ einfach erhoben, rot, wo es halt ganz heftig aussieht, gelb, wo ein bisschen Austrag vorhanden ist, und grün eigentlich sauberen. Und Sie sehen, dass die roten Balken deutlich überwiegen. Wir haben etwa 2/3 der Sportfreianlagen, was die Fußballfelder angeht, haben wir mit großen Mengen Austrag. Das heißt also, hier sehen wir ganz deutlich, wie schwierig es ist, diesem auch wirklich beizukommen. Und man hat ja vorhin gehört in der Schlei sehr eindrücklich, wie schwierig es ist, wenn das ausgetragen ist. Man kann es eigentlich nicht wieder zurückholen. Und deswegen muss man vorher aktiv werden und sich vorher überlegen, was das bedeutet, wenn man dieses Granulat verwendet. Ein weiterer Punkt, der bisher etwas untergeht, aber vorhin haben wir auch die Einteilung in primäres und sekundäres Mikroplastik gehört. Natürlich wird auch die Faser angegriffen durch das Fußballspielen. Das sind die grünen Fasern hier, die hier auf dem linken Bild zerschlissen sind. Und wenn man dann reinschaut im rechten Bild, dann sehen Sie die weißen Punkte, das ist der Sand, das schwarze ist das Kunststoffgranulat und Sie sehen hier den Faserabrieb. Dieser Faserabrieb wird dann auch ausgetragen und auch dem müssen wir uns letztendlich widmen. Ich habe Ihnen jetzt nur ein Beispiel gebracht und es ist ein Beispiel hier vom SC Freiburg, weil es ganz aktuell ist, im Juni diesen Jahres, das Thema Starkregenereignisse, Unwetter, Wolkenbruch. Ich könnte Ihnen auch Bilder zeigen, zum Beispiel von Lübeck. Auch dort hat es so heftig sich zugetragen. Also hier oben haben Sie auf dem linken Bild das Feld. Starkregenereignisse, das Kunststoffgranulat wird hier letztendlich ausgeschwemmt und es kommt dann zum Liegen, zum Beispiel hier vor dem Flüsschen, das ist unten im Möselstadion in Freiburg und geht dann in die Dreisam am Ende. Ich finde, es sind sehr eindrückliche Bilder und die in Lübeck, wenn Sie nach Lübeck schauen würden, die sind noch schlimmer. Und dort wurde dann auch ein See letztendlich mit Ölsperren und so weiter versucht zu reinigen. Also aufwendigst. Und man muss vorher überlegen, wie man das verhindern kann. Und das wird immer schwieriger mit den Ereignissen. Blick in die Leichtathletiklaufbahnen. Sie sehen auf dem linken Bild rechts die Bahnen, dann die Einfassung und Sie sehen auch hier den Austrag gut zu erkennen, weil eben rot gefärbt. Und auf dem rechten Bild sehen Sie dann die roten Partikel, die Kunststoffpartikel, auch in der Umwelt. Tennisanlagen, die allermeisten, das muss man ganz klar sagen, sind davon nicht betroffen. Aber wir sehen solche Anlagen links wie mit Tennissand, Tennismehl bestreut, hier am Zaun entlang geschaut oder auch in die Umgebung. Und wir haben uns mal ein paar Proben angeschaut und finden durchaus auch Proben mit zwei verschiedenen Partikelarten drin. Und Sie sehen einmal das hellere Orange, das ist das Mineralische, das ist das Ziegelmehl. Und dann sehen Sie das dunklere mit den scharfen Kanten. Auf dem rechten Bild habe ich sie sortiert, nach rechts. Das sind die Kunststoffpartikel. Also auch hier haben wir es mit Mikroplastik zu tun. Die Reitanlagen sind aus verschiedenen Aspekten auch in der Diskussion. Und auch hier haben wir sogenannte Sand-Kunststoff-Gemische mit synthetischen Zuschlagstoffen. Dort werden Fließhäckselschnitzel von Teppichböden und so weiter aufgestreut. Oder wir haben sogar ganze Reitbodenbeläge vollsynthetisch ausgestattet auf dem rechten Bild. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man solche Fasern auf dem Reitplatz. Rechts sehr schön dekoriert, der Pferdeapfel mit diesen Fasern. Und wir haben uns diese Proben angeschaut, wir haben gesiebt und Sie sehen so eine Siebprobe im rechten Bild, da sehen Sie diese feinen Fasern. Und wenn wir diese Fasern uns dann im Mikroskop anschauen und vermessen, dann kommen wir eben auf ein
Länge-Durchmesser-Verhältnis von größer 3. Das ist die Definition der Europäischen Chemikalienagentur. Und wir haben etwa 100 Fasern, ein bisschen mehr als 100 Fasern vermessen. Da kommen wir immer über dieses Verhältnis hinaus. Das heißt also, wir haben es auch hier nach dem Abrieb, nach dem Zerrieb durch die Hufe, haben wir es mit dem Mikroplastik zu tun. In dem Fall wäre das wieder sekundäres Mikroplastik. Das heißt, die Herausforderungen und die Verantwortung, die ist gegeben. Wir müssen uns klar werden, was wollen wir für einen Platz? Die Platzwahl, brauchen wir das? Also die Bedarfsermittlung ist enorm wichtig. Wir müssen uns auch über die Starkregenereignisse Gedanken machen, also Stichwort Klimaanpassung. Neubau, vielleicht auch mal ein bisschen was Neues wagen. Ich weiß, die DIN-Vorschriften sind überall, aber vielleicht tut man mal einen Blick wagen nach Hamburg, die sich dort gerade auf den Weg machen, was Neues zu wagen. Bestandsplätze hatte ich angesprochen. Es muss viel besser gepflegt werden. Das kann ich, glaube ich, so sagen, nachdem ich so viele Plätze angeschaut habe. Und es muss konsequent gepflegt werden. Und beim Rückbau, das können wir jetzt mal außen vor lassen, auch ein großes Thema, auch ein Thema, das hier durch das Umweltministerium verfolgt wird, Recycling von Kunststoffrasenplätzen. Das muss natürlich im Kreislauf gedacht werden und die Hierarchie, Abfallhierarchie muss befolgt werden. Es gibt dazu Handlungsempfehlungen bei der Gestaltung von neuen und im Betrieb von bestehenden Kunststoffrasensystemen vom DFB. Sie können baulich, konstruktiv was machen, Sie können organisatorische Maßnahmen machen oder auch natürlich das Bewusstsein bilden. Die Handlungsempfehlung vom DFB hat eine Prüfcheckliste angehängt. Das heißt, wir geben den Vereinen, den Kommunen was an die Hand, um das letztendlich besser zu machen. Und auf dem rechten Bild hier sehen Sie, welche Schwachstellen, sage ich jetzt mal, Austragsmöglichkeiten zu kontrollieren sind. Das ist letztendlich das, was konsequent durchgeführt werden muss, um letztendlich den Austrag in die Umwelt zu verhindern. Wir müssen diesen Austrag links dargestellt in Form von primärer Mikroplastik, die schwarzen Partikel, und die sekundäre Partikel, der Faserabrieb in grün, verhindern, dass er in die Umwelt, so wie auf dem rechten Bild zu sehen, vermieden wird. Das heißt also, es war ganz am Anfang schon die Möglichkeit, schon zu hören, Plastik gehört nicht in die Umwelt. Das ist richtig. Kunststoffrasensysteme sind wichtige Bestandteile des Sportangebots. Die gewährleisten natürlich auch den Sport. Und dennoch muss die Sportfreianlage so gestaltet werden, dass möglichst wenig bis gar kein Mikroplastik in die Umgebung, in die Umwelt gelangt. Und dazu müssen wir auch die Umgebung mit betrachten, müssen Rücksicht nehmen auf die Wiese, auf das Umfeld. Und jeder Beteiligte kann sich informieren, muss sich informieren und ist verantwortlich nicht nur für das, was er tut, sondern für das, was er auch nicht tut. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Brümmer. Eindrückliche Zahlen und natürlich auch viele Informationen, die sehr wertvoll sind. Wie eingangs gesagt, ich glaube, dass nach wie vor in der breiten Bevölkerung wenig Sensibilität, auch wenig Wissen darüber vorhanden ist, dass Sportfreianlagen hier ein Problem darstellen können. Ich glaube, wenn überhaupt, haben viele Menschen eben die Vorstellung, dass vor allem die Abrasion, also der Abrieb von Kunstrasen oder Tartanbahnen ein Problem sein könnte, dass sozusagen primäres Mikroplastik in diesen Mengen als Einfüllmaterial eingebracht wird. Also Sie hatten, glaube ich, von 100.000 Tonnen gesprochen, ist, denke ich, in dieser Dimension nur Experten bekannt und dann brauchen wir natürlich gewisse ordnungspolitische Instrumente, wie die von Ihnen angesprochenen der Europäischen Chemikalienagentur. Und da tut sich ja zum Glück auch etwas. Aber Sie hatten es auch gesagt, vielleicht wenn Sie mir noch einen Satz erlauben, Kunststoffe sind nicht immer nur schlecht und wir sind gerade eingebunden. Da würde ich Sie auch gerne nochmal ansprechen in ein Projekt. Da geht es um eine Machbarkeitsstudie über die sozioökologische Bewertung von Kunststoffbooten an den großen afrikanischen Seen. Weil ja tatsächlich viel illegaler tropischer Holzeinschlag stattfindet, um dann diese vielen Fischerboote zu bauen. Und da würde ich gerne nochmal auf Ihre Expertise zurückkommen dürfen, wenn das möglich ist. Das dürfen Sie gerne. Freut mich. Ja, dann, wie gesagt, wieder, Sie werden so viele Fragen haben wie ich. Ich habe ganz viele, die bitte nicht vergessen, sondern aufschreiben. Wir haben nachher noch die Diskussion. Und Stichwort, Herr Professor Brümmer hat es angesprochen, wir brauchen ordnungspolitische Lenkung. Im Großen, auf europäischer Ebene, auf nationaler Ebene, aber auch auf kommunaler Ebene und was eben auch die Maßnahmen angeht, die einzelne Städte und Kommunen umsetzen. Und damit zu Herrn Stauffenberg.
von der Stadt Tübingen und den Ansätzen der Stadt, das Mehrwegsysteme zu fördern, aber eben nicht nur Freiwilligkeit zu setzen, sondern eine Mehrwegpflicht und eine Verpackungssteuer ins Auge zu fassen. Ja, damit, Herr Stauffenberg, ist es Ihre Bühne und wir freuen uns auf Ihren Beitrag. Ja, vielen Dank. Ich versuche jetzt hier gerade nur noch mal so. Wo finde ich denn das Vollbild hier? Es ist aber auch so schon recht groß, also es ist wirklich gut erkennbar, sonst könnten Sie es auch anders. Ja, das geht sonst immer so schön weiter eigentlich. Da gab es doch immer einen Shortcut. Ich glaube, Steuerung L. Ah, Moment. Nee. Nur gut, dann müssen wir es so machen. Oder lassen Sie mich mal ganz kurz, vielleicht kann ich es auch öffnen mit. So, damit müsste es jetzt gehen. So, na bitte, jetzt müsste man sehen, oder? Sehr gut. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen und genau, würde eben mal ein bisschen eine Perspektive auf eine andere Dimension lenken, nämlich das, was wir eben mit politischen Entscheidungen und auch Steuerungsmöglichkeiten dort machen können. Da gibt es sicherlich sehr, sehr viel mehr. Ich will einfach ein paar Beispiele zeigen, die wir eben hier in Tübingen bisher umsetzen, wobei ich mich da ein bisschen fokussieren werde auf das Thema Verpackungen, gerade den To-Go-Bereich. Man kann jetzt sicherlich, könnte man noch ganz, ganz viele andere Dimensionen besprechen, zum Beispiel auch das Thema Sportplätze, aber ich würde es jetzt tatsächlich darauf lenken. Genau, ganz kurz für diejenigen, die nicht wissen, wo Tübingen ist. Wir sind ungefähr 30 Kilometer südlich von Stuttgart, am Südrand des Schönbuchs. Das ist so ein Bergrücken zwischen Stuttgart und Tübingen. Tübingen hat 90.000 Einwohner und ungefähr ein Drittel davon sind Studierende, was schon auch mal durchaus noch mal ein bisschen besonders ist. Also wir haben tatsächlich eine recht junge Stadt insgesamt. Genau, ansonsten immer eine Reise wert. Sie sehen hier ein paar schöne Fotos. Damit ist mein Werbeblock dann auch schon vorbei. Herr Stauffenberg, Entschuldigung, wenn ich dazwischen grätsche. Ja. Wir sehen die noch nicht. Also wir sind noch auf Seite 1. Also zum okay. Ja, dann ist der entweder der falsche Bildschirm noch gewählt. Moment. Gegebenenfalls müssten Sie Bildschirm freigeben, nochmal beenden und dann den neuen Bildschirm, also den Fullscreen wählen. Ah, okay, dann versuchen wir es mal so. So, sehen Sie jetzt was? Jetzt sehen wir ein Vollbild, genau, mit Tübingen Universitätsstadt. Gut, wunderbar. Dann kriegen Sie jetzt einen ganz kurzen Eindruck davon. Schauen Sie sich die Bilder an. Wenn Sie es schön finden, gucken Sie sich ansonsten im Internet an. Googeln Sie Tübingen, da gibt es mehr Fotos davon. So, jetzt geht das hier aber nicht weit. So, jetzt aber. Ich will im Endeffekt Ihnen drei Bereiche kurz vorstellen, wo wir schon steuernd eingreifen. Das ist zum einen mal der Bereich Veranstaltungen und Märkte. Da würde ich jetzt eher kurz darauf eingehen und dann auf das Thema Verpackungssteuer und Förderung von Mehrweg in der Gastronomie eingehen. Wir haben schon seit vielen Jahren, tatsächlich schon vor meiner Zeit auch bei der Stadt, ich bin jetzt seit 2,5 Jahren dort, eine Marktordnung. Das ist im Grunde genommen halt die kommunale Satzung für die Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte und bestimmte einmal im Jahr stattfindende Märkte. Und darin hat der Gemeinderat damals, als sie beschlossen wurde, schon beschlossen, dass bei solchen Veranstaltungen nur Mehrweggeschirr benutzt werden darf. Das heißt, die Veranstaltenden kriegen das tatsächlich auch als Auflage. Das funktioniert in der Regel recht gut. Wir haben auch ein städtisches Spülmobil. Das ist im Endeffekt so eine Art Anhänger, wo sie eine Spülmaschine drauf haben. Die können die Organisatoren dann leihen und darüber dann zum Beispiel zentral das Geschirr vor Ort eben waschen. Ich sage, es funktioniert in der Regel ganz gut, weil es natürlich immer so ein paar Füchse gibt, die dann versuchen, das Ganze auszutricksen. Denn wir haben dann, was wir immer wieder beobachten können, dass zum Beispiel der Weihnachtsmarkt, der wird von einem Veranstalter organisiert. Die haben einheitliche Becher, einheitliche Preise auch für Glühwein, was aber natürlich unter Umständen manche Gewerbetreibende dann nicht davon abhält, aus ihren Betriebsräumen heraus auf den Weihnachtsmarkt quasi Glühwein in Pappbechern und zu niedrigeren Preisen zu verkaufen.
Also wie gesagt, so ein paar Leute, die das versuchen, diese Regeln zu umgehen, gibt es halt immer, aber im Großen und Ganzen funktioniert das eigentlich ganz gut. Was wir eben auch machen, ist, dass wir bei städtischen Veranstaltungen nur Mehrwegbehältnisse benutzen. Und es wird auch teilweise, wenn man dann Veranstaltungen hat, die man gemeinsam mit Externen organisiert, schreiben wir das tatsächlich auch in die Genehmigungen rein. Was dann teilweise auch mal dazu führt, dass unter Umständen vielleicht mal, im Fall haben wir jetzt gerade bei einer Veranstaltung, die ich selber organisiere, einen Foodtruck dann doch absagt, weil er sagt, nö, dann machen wir das nicht irgendwie, wir wollen nur mit Einweggeschirr, alles andere ist uns zu viel Aufwand, aber dann muss man halt sagen, gut, dann gibt es in dem Fall halt nichts oder beziehungsweise dann gibt es halt diese eine Art von Speise eben nicht, damit ist durchaus noch wen anders gefunden. Genau, also das sind einfache Übersatzungen zu regelnde Geschichten, mal zwei Beispiele dafür. Ein anderer Punkt, da haben Sie vielleicht schon von gehört, ist die Verpackungssteuer, die der Gemeinderat in Tübingen im vergangenen Jahr beschlossen hat. Hintergrund war einfach, ich habe Ihnen hier ein paar Beispielbilder gezeigt, dass wir einfach beobachtet haben, dass Einwegverpackungen aus dem To-Go-Bereich immer mehr werden und vor allen Dingen, dass es uns auch immer mehr Geld kostet. Wir haben es damals mal selber überschlägig berechnet, dass wir ungefähr 70.000 Euro im Jahr bezahlen. Mittlerweile hat ja der Verband der kommunalen Unternehmen in der größer angelegten Studie das auch mal versucht zu berechnen. Mit dem dort angelegten Berechnungsmodell kommt man tatsächlich auf ähnliche Zahlen. Von daher haben wir da ganz gut gelegen damals. Und das war ein Grund, wo wir gesagt haben, hey, das kann nicht sein, dass wir als Kommune, als öffentliche Hand Geschäftsmodelle im Endeffekt subventionieren. Das muss ich leider sagen, es ist eine versteckte Subvention von einem Geschäftsmodell, das darauf setzt, dass man den Müll, den man produziert, der Allgemeinheit zur Entsorgung aufbürdet. Das war ein Punkt. Das andere war, natürlich wollten wir auch einen Anreiz setzen, um eben Mehrweggeschirr zu nutzen, indem wir Einweg besteuern, denn ich habe es ja auch, Sie sehen es ja hier, also das ist im Endeffekt auch eine Form von Klimaschutz. Wir sparen Ressourcen und eine Verpackung, die nur einmal verwendet wird, ist natürlich eine gnadenlose Steuerverschwendung. Und letztendlich, es gehört einfach, man muss es auch bei einer Steuersatzung, sie muss diesen Zweck haben, auch Steuereinnahmen für den städtischen Haushalt zu generieren. Das ist einfach ein Teil des Ganzen, das muss man da auch immer noch dazu sagen, denn was bedeutet das? Diese Steuer wird ab 01.01.2022, also in wenigen Monaten, gelten. Und da wird von den Gastronominnen und Gastronomen für jede Speise, die sie in einer Einwegverpackung rausgeben, sind 50 Cent fällig. Dasselbe gilt für Getränke und 20 Cent für Einwegbesteck. Wobei bei Besteck die Gesamtheit gilt, einfach um es ein bisschen einfacher zu handeln. Also da zahlen Sie nicht für jede Gabel und jeden Löffel oder jedes Essstäbchen separat 20 Cent, sondern da gibt einmal 20 Cent, fertig. Wenn Sie jetzt aber zum Beispiel dann überlegen, naja, wir haben ein Burger-Menü, wo irgendwie zwei Burger, eine Pommes und eine Cola dabei ist, dann sind Sie schon bei 2 Euro, die da zusätzlich anfallen, beziehungsweise nicht zusätzlich anfallen. Wir gehen davon aus, dass die Gastronominnen und Gastronomen das an die Kunden weitergeben werden. Müssen tun sie es nicht. Steuerschuldner sind ganz klar die Gastronominnen und Gastronomen. Teil dieser Steuersatzung ist, es ist übrigens eine Verbrauchssteuer auf kommunaler Ebene. Verbrauchssteuern, so die bekannteste, die es gibt, ist die Tabaksteuer auf Bundesebene. Das ist genau das Gleiche. Da es keine Verpackungssteuer oder Verbrauchssteuer auf Verpackungen bundesweit oder landesweit gibt, können wir das als Kommune einführen. Diese Steuer fällt eben nicht an, wenn das Essen in Mehrweg ausgegeben wird. Das ist ja Sinn der Sache. Wir wollen ja natürlich den Anreiz setzen, um Mehrweg zu verwenden. Und dann nicht, da wird es jetzt ein bisschen tricky, wenn die Speisen und Getränke nicht unmittelbar verzehrt werden. Das ist hängt einfach davon ab, wie man das rechtlich ausgestaltet ist und welche rechtlichen Rahmenbedingungen wir da haben. Wenn jemand was zur Bevorratung kauft, dann fällt diese Steuer eben nicht an, weil man davon ausgehen kann, naja gut, dann kann er es auch zu Hause in den Müll reinschmeißen und dann kommt die öffentliche Hand nicht dafür auf. Das wird in der Praxis ist das immer nicht ganz so trivial, diese Unterscheidung. Wenn Sie das interessiert, wir haben da gerade eine FAQ auch bei uns auf der Homepage zu rausgebracht. Das können Sie sich einfach mal in Ruhe anschauen oder wir können später nochmal drüber sprechen. Finden Sie auf tübingen.de/Verpackungssteuer.
Ja, jetzt wollen wir die Leute aber natürlich nicht nur dafür zur Kasse bitten, dass sie Mehrweg oder dass sie Einweggeschirr benutzen, sondern wir wollen auch einen Anreiz zur Einführung von Mehrweg setzen. Und deswegen hat auch dafür der Gemeinderat parallel eben zur Verpackungssteuer ein Förderprogramm für Mehrweg beschlossen, beziehungsweise einen Geldbetrag. Das Förderprogramm habe ich mir dann ausgedacht. Und was wir dort machen, ist, dass wir Verbundlösungen fördern, Insellösungen und Spülmaschinen. Verbundlösung bedeutet, wenn ein Unternehmen bei einem der überregionalen Mehrwegsysteme mitmacht, also bekannt sind sicherlich Recap, Recircle, Vital, Relevo etc., da gibt es ja mittlerweile tatsächlich einige auf dem Markt, dann übernehmen wir 100% der Systemkosten, maximal 500 Euro. Das läuft je nach System auf 1 bis 2 Jahre ungefähr hinaus, die das Unternehmen das mal ausprobieren kann. Die sparen dadurch tatsächlich letztendlich auch Kosten. Ich habe gestern wieder mit einem Unternehmer zusammengesessen, der mehr oder weniger sofort gesagt hat, ja, Moment mal, klar, mache ich das. Da spare ich einen Haufen Geld. Allein das, was ich an Verpackungen ausgebe pro Monat, ist mehr als das, was ich zum Beispiel in dem Fall bei Rebowl als Monatsbetrag zahle. Dann, wir fördern auch Insellösungen. Das ist, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, nee, ich möchte nicht bei einem überregionalen Betreiber mitmachen, sondern ich will mein eigenes Ding machen. Das hatten wir bisher zweimal auch nur diesen Fall. Da fördern wir 50% der Kosten. Wir wollen klar auch einen Anreiz setzen zu diesen Verbundlösungen, aber es gibt auch Betriebe, wo das tatsächlich mehr Sinn machen kann. Zusätzlich fördern wir auch die Spülmaschinen, denn oft ist gar nicht die notwendige Spülinfrastruktur da. Auch da 50% der Kosten, maximal 1.000 Euro. Das Ganze läuft relativ einfach. Der Antrag wird bei uns in der Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz gestellt. Und sobald die Rechnungen dann eben da sind, werden die bei uns eingereicht und dann übernehmen wir entsprechend die Kosten. Wie sind die Erfahrungen bisher? Wir hatten jetzt in 2020 trotz Corona 25 Betriebe, die wir gefördert haben. Davon 24 Mal tatsächlich so eine Verbundlösung. Das waren im Wesentlichen waren das 3 von den überregionalen Mehrwegsystemen. Das war Recap, Rebowl, Vital und Recircle. Wir hatten eine Insellösung, das war ein kleiner Fleischereibetrieb, der gesagt hat, naja, wir haben halt unsere fixen Mittagstischkunden und die kennen wir und da wollen wir unser eigenes System machen. Die haben dann so Glasbehältnisse mit diesen Flügeldeckeln angeschafft und geben die gegen Pfand an ihre Kunden raus. Funktioniert auch prima. 5 Spülmaschinen hatten wir. Wie gesagt, das Ganze trotz Corona. Ursprünglich war diese Verpackungssteuer mal für den 01.01.2021 beschlossen. Letztes Jahr im Sommer hat dann der Gemeinderat beschlossen, bedingt durch die Pandemie verschieben wir das Ganze um ein Jahr, um die Gastronomie nicht noch zusätzlich zu belasten. Genau, war eine politische Entscheidung. Und aber jetzt steht es eben gerade vor der Tür. In diesem Jahr ist es bisher tatsächlich relativ überschaubar. Ich bin selber etwas verwundert. Wir hatten bisher nur 5 Anträge, wobei einige Gespräche hatte ich jetzt schon geführt. Da wird sicherlich was kommen. Und wir haben eben in der letzten Woche ein Anschreiben nochmal an alle Betriebe in Tübingen rausgeschickt. Das sind dann auch nochmal 470 Betriebe gewesen, dass eben ab 1.1. diese Verpackungssteuer anfällt und dass es gerade ein Förderprogramm gibt. Hilfreich oder wichtig oder was so die Lessons learned, die wir rausgezogen haben aus dieser Einführung dieses Förderprogramms, war, dass zum einen mal die direkte Ansprache oder direkte Kontakt zu den Gastronominnen und Gastronomen ganz, ganz wichtig war. Wir haben tatsächlich im Vorfeld viele Gespräche direkt mit denen geführt. Es gab so eine Handvoll Betriebe in Tübingen, die hatten schon ihre eigenen Mehrwegsysteme. Das waren so die, ich sag mal, die Idealisten. Ich bin tatsächlich einfach dort vorbei, habe mich mal mit den Geschäftsführern getroffen und sie einfach mal ausgetauscht, damit man einen Eindruck davon kriegt, was brauchen die überhaupt? Was sind denn deren Bedürfnisse? Weil ich bin kein Gastronom, meine Kolleginnen und Kollegen auch nicht. Und ja, ich sehe die Glocke. Und das war ganz, ganz wichtig, da einfach mal zu schauen. Dann der Kontakt mit den Systembetreibenden war wichtig. Einfach, weil wir da sehr, sehr viel auch auf dem kurzen Weg mal klären konnten, wenn es Fragen zu den Förderprogrammen, zu unserem Förderprogramm gab. Und die Gastro hatte eben auch in dem Fall durch mich tatsächlich einen direkten Ansprechpartner. Das war auch immer wichtig, dass man jemanden hat, wo man auch mal direkt hingehen kann.
Und wir hatten auch immer diese Musterbehälter zum Beispiel da. Also ich kann immer jederzeit kurzfristig in den Betrieb gehen und sagen, so, hey, das und das sind die Optionen, die ihr habt, das und das fördern wir, das und das kostet das, müsst ihr euch jetzt überlegen, was für euch passt. Genau, das war es tatsächlich von meiner Seite. Erstmal vielen Dank. Ich habe Ihnen hier nochmal meine Kontaktdaten aufgeschrieben und nochmal einen weiteren Link neben tübingen.de/Verpackungssteuer, den ich eben schon erwähnt habe, finden Sie auf tübingen.de/Mehrweg. Unter anderem unsere Förderrichtlinien und das Antragsformular, wenn Sie sich das mal anschauen wollen. Genau, vielen Dank an der Stelle. Herzlichen Dank, Herr Stauffenberg, in den Einblick in diese interessante Maßnahme zum Verursacherprinzip oder Internalisierung von Externalitäten, sagt man ja auch. Und wenn man den Müllanfall steuern will, dann macht man das am besten mit Steuern. In diesem Fall mit einer Einwegsteuer, dass sie jetzt auch noch mit einem Förderprogramm auf der anderen Seite versehen, ist natürlich eine ideale Herangehensweise. Und man wünscht sich sowas ja auch auf Bundesebene. Und für mich als Radfahrer letzten Endes funktioniert es natürlich. Ich sehe am Straßenrand, wenn ich über Land fahre, selten mal Dosen, aber relativ häufig Verpackungen eines großen Unternehmens mit einem goldenen M. Insofern ist das natürlich schon ein interessanter Ansatz. Und ja, hat uns verklagt übrigens. Und zu Tübingen nochmal, ist wahrscheinlich bekannt, Sie haben ja auch einen recht agilen und aktiven OB. Ich habe mal im Remstal gearbeitet, da war ja schon der Vater nicht ganz unbekannt. Ja, jetzt von dem Steuerungsinstrument, das natürlich über finanzielle Auflagen oder Anreize dann natürlich relativ schnell was bewirken kann, wie man am Dosenpfand beispielsweise gesehen hat, kommen wir jetzt zu dem Aspekt erstmal der Freiwilligkeit und wo die funktioniert und wo sie vielleicht auch endet, erfahren wir von Frau Dr. Fricke aus dem Bereich Landwirtschaft. Landwirtschaft ist sozusagen, da schlägt mein Herz für. Ich war mal in Hohenheim, habe da auch mal Landwirtschaft studiert und sehe jetzt natürlich auch in der Landschaft im Vergleich zu der Zeit, als ich noch auf dem Hof gearbeitet habe, schon einen größeren Einsatz von Kunststoffen. Also früher war das vielleicht mal noch zum Abdecken beim Fahrsilo, aber sonst kann ich mich nicht an große Kunststoffmengen erinnern, war aber auch nie im Gemüsebau tätig. Wir sind gespannt, welche Möglichkeiten es gibt, wie das auch bei der Landwirtschaft ankommt, ein Rücknahmesystem für Kunststoffe. Frau Dr. Fricke. Dankeschön. Genau, ich hoffe, Sie sehen jetzt meinen Bildschirm. Ja, wir sehen ihn noch nicht im Präsentationsmodus. Ja. Das ist jetzt der Fall. Gut, wunderbar. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Lorena Frick, ich bin die Geschäftsführerin von der Initiative Erde und wollte Ihnen kurz in dem Vortrag vorstellen, was wir überhaupt sind, was wir machen und warum wir relevant sind für den Bereich Mikroplastik in Seen und Plastikeintrag in Seen. Erde steht für Ernte Kunststoff Recycling Deutschland. Wir sind ein bundesweites System zur Rücknahme, Sammlung und zur Verwertung von Erntekunststoffen und basieren auf einem freiwilligen Zusammenschluss von Herstellern der Produkte. Das heißt genau das Gegenteil, was wir von eben gehört haben, das ist ein freiwilliges System. Getragen werden wir auch voll von Eco-Fees oder freiwilligen Beiträgen unserer Mitglieder. Das kommt daher so ein bisschen die Geschichte im Verpackungsbereich. Kennen Sie das ja? Da gibt es gesetzliche Rücknahmesysteme, diese dualen Systeme. Sowas gibt es nicht im Agrarbereich. Und in der Industrievereinigung Kunststoffverpackungen gibt es eine Gruppe der Folienhersteller, die auch Agrarfolien hergestellt haben. Die haben 2013 da in einer Fachgruppe organisiert und haben dann gesehen, okay, wir brauchen sowas auch im Agrarbereich. Und wir wollen uns hier engagieren, wollen unsere Herstellerverantwortung auch ausfüllen und so ein System etablieren. Und so hat das angefangen. Fünf Mitglieder, zwischenzeitlich auch nur vier, die alle Anfänge sind schwer, besonders im freiwilligen Bereich wahrscheinlich. Aber mittlerweile können wir Ihnen sagen, wir sind sehr erfolgreich, in den letzten Jahren sehr stark gewachsen. Wir haben mittlerweile 24 Mitglieder. Und sieben Sammelfraktionen gestartet haben wir nur mit Silofolie und Stretchfolie. Jetzt gehören auch Netze, Garne, Spargelfolie, Lochfolie und seit neuestem auch Fliese zu unserem Portfolio dazu. Wir erreichen zum Teil, also im Bereich der Folien zum Beispiel, eine Marktabdeckung von 85%. Das ist ziemlich ordentlich für ein freiwilliges System. In anderen Bereichen arbeiten wir natürlich noch dran, aber da sind wir auch gerade erst seit einem Jahr am Sammeln. Deshalb geben Sie uns noch ein bisschen Zeit. Dann kommen wir da auch hin.
Warum ist das überhaupt relevant? 47% der in Deutschland, der Fläche der Bundesrepublik Deutschland wird landwirtschaftlich genutzt. Und in der Landwirtschaft fallen pro Jahr circa knapp 300.000 Tonnen Kunststoffabfälle an. So eine Studie von Conversio. Das ist nicht alles im Bereich Folien, aber wir machen auch einen großen Teil aus. Wir gehen davon aus, dass wir insgesamt ungefähr 80.000 Tonnen Folien, Netze oder andere Erntekunststoffe im Jahr in Deutschland verbraucht werden. Erntekunststoffe sind umweltoffen, das heißt, die werden direkt umweltlichen und mechanischen Belastungen ausgesetzt. Der Kunststoffeintrag in die Böden ist aber nicht absichtlich. Das heißt, es handelt sich hier um sekundären Eintrag. Zu langer Verbleib in der Natur, mechanische Belastung, Abriss, nicht fachgerechte Betätigung, Ausbringung oder Einholung der Kunststoffe kann alles dazu führen. Eine Ausnahme dafür sind natürlich die bioabbaubaren Folien. Im Bereich der Mulchfolie ist das relevant, ist aber nur ein sehr kleiner Bereich. Wie Sie auf dem Bild sehen, die landwirtschaftlichen Flächen sind auch sehr nah an den Seen dran. Das heißt, da kann es zu einem Übertrag kommen von den landwirtschaftlichen Böden in die Seen hinein. Vielleicht kennen Sie die Studie aktuell vom NABU beauftragt, des Fraunhofer Umsicht- und Ökopol-Instituts. Die haben sich nämlich angeguckt, was für einen Kunststoffeintrag durch die Landwirtschaft überhaupt in die landwirtschaftlichen Böden erfolgt. Und die sind zu dem Schätzergebnis gekommen, dass das ungefähr insgesamt 13.000 Tonnen sind, die absichtlich von der Landwirtschaft eingetragen werden. Ein größer Teil auch einfach Klärschlamm, das Problem hatte Herr Stehen ja auch schon angesprochen vorhin. Folien und Netze machen keinen so großen Teil davon aus, aber es sind immerhin auch ungefähr 4,2% Kunststoffeintrag aus dem Bereich, den wir abdecken, und den wollen wir natürlich, soweit es geht, minimieren. Wir haben drei Ziele bei unserer Initiative, drei große ökologische Ziele, die wir uns vorgenommen haben. Das erste ist die Stärkung der Kreislaufwirtschaft durch die Sammlung von sortenreinen gebrauchten Kunststoffen zum Recycling. Das lassen wir uns auch jedes Jahr extern begutachten und zertifizieren. Im letzten Jahr waren das 28.000 Tonnen, die wir gesammelt haben, davon 27.500 Tonnen recycelt. 100% unserer Folien, die wir sammeln, werden recycelt. In ein paar Bereichen, wie dem Bereich der Netze, ist es noch schwierig, aber da arbeiten wir mit der Wissenschaft und der Industrie auch zusammen, um da Recyclingmöglichkeiten aufzutun. Klimaschutz ist ein zweites großes Ziel von uns. Durch die Bereitstellung von Recyclingmaterial als Alternative zu Neuware können wir CO2 aktiv einsparen. Und auch das lassen wir uns jedes Jahr vom Fraunhofer Umsicht zertifizieren. Wie Sie sehen, ich kann leider die Zahlen nicht sehen, weil die Videobildschirm dazwischen ist. Genau, wir haben 30.000 Tonnen CO2 eingespart letztes Jahr, und das ist ungefähr so viel wie 15.000 Autos emittieren in einem Jahr. Das Ziel, das jetzt unser Gespräch hier am meisten betrifft, ist die Verminderung des Kunststoffeintrags in Böden. Was wir tun, ist, wir sorgen für ein sehr gut zugängliches und flächendeckendes Rücknahmesystem, dass die Kunststoffe nicht länger als nötig in der Umwelt verbleiben, weil das ist das große Problem. Das minimiert nämlich dann die Korrosion des Materials. Was wir außerdem nutzen, sind kommunikative Maßnahmen, die sich richten an die Landwirte, wie man bewusst mit den Folien oder den anderen Produkten umgeht. Zum Beispiel haben wir jetzt im nächsten Jahr, wollen wir die Mulchfolien auch mit unser System aufnehmen, da die sind noch nicht mit drin. Und da wollen wir eng mit den Anbauerverbänden zusammenarbeiten, um die Hilfskräfte auf dem Feld auch zu schulen. Das heißt, mehrsprachig mit Piktogrammen, eine Anleitung machen, eine Schulung, wie kann ich die Folien so vom Feld holen, dass sie nicht abreißen und dass sie möglichst rein zurückkommen, damit sie wirklich zum Recycling gehen, weil das ist gerade bei Mulchfolien ein sehr großes Problem. Wir sind relativ ambitioniert für ein Freiwilligsystem. Wir haben uns im Jahr 2019 gemeinsam mit anderen Verbänden, dem Deutschen Reifeisenverband, dem Bundesverband Agrarhandel und dem Bundesverband Lohnunternehmen, verpflichtet, dem Bundesministerium für Umwelt im Jahr 2020 über 50% der Erntefolien und im Jahr 2022 über 65% der Erntefolien zu sammeln und zu recyceln. Und dabei sind wir auch sehr erfolgreich.
Wie Sie sehen können, haben wir im letzten Jahr mit 26.900 Tonnen Erntefolien die Marktmenge von 51% erreicht. Und wir hoffen auch wirklich, dass das fürs nächste Jahr, das ist unser großes Jahr, dass das auch wieder klappt. Das wird noch eine große Herausforderung werden. Hier, damit Sie mal einen Eindruck bekommen über unser Sammelstellennetzwerk in Deutschland. Unser operativer Partner, die RIC, führt dieses Sammelstellennetzwerk. Wir haben über 500 feste Sammelstellen und über fast 2000 mobile Sammlungen in Deutschland organisiert. So haben wir wirklich, können wir wirklich eine flächendeckende Sammlung garantieren. Wenn die Landwirte ihre Produkte bei uns abgeben, an Erdesammelstellen, können wir zudem die Abgabe 30-50% günstiger anbieten, als wenn sie wirklich in die thermische Verwertung geht. Das heißt, es lohnt sich auch noch für die Landwirte, die Produkte im Kreislauf zu führen und ins Recycling zu geben. Das finden wir sehr schön. Was immer wieder kommt, welche Frage, wie können wir das denn jetzt unterstützen, das System? Für Landwirte heißt das wirklich, nutzen wir das Erdesystem, um die gebrauchten Kunststoffe fachgerecht abzugeben. Wir haben eine Homepage und eine App, wo man wirklich die Postleitzahl eingeben kann, gucken, wo fällt das an, wo sind die nächsten Sammelstellen, die mein Produkt annehmen. Da gibt es Anleitungen, wie man die Produkte gut säubert und auch zusammenbringt, damit wir die annehmen an den Sammelstellen. Das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist wirklich Nachfragen. Für Landwirte heißt das, beim Landhandel nachfragen, bei Lohnunternehmer nachfragen, da wo man die Produkte wirklich bezieht, sind das erdelizenzierte Produkte, werden die im Kreislauf geführt. Für Konsumenten heißt das auch, einfach mal bei einer Molkerei anfragen oder im Handel oder beim Direktvertrieb. Ist in der Produktion für das Produkt die Agrarkunststoffe, die da angefallen sind, wurden die im Kreislauf geführt oder nicht? Denn nur wenn wir ein solches System auch als Konsument und Nutzer einen Wert beimessen, können wir uns etablieren. Das ist eigentlich die wichtigste Lektion daraus. Genau, und das war es schon von uns. Ich hoffe, Sie haben einen Einblick bekommen, was wir tun und wie man uns unterstützen kann. Und ich freue mich auch auf Fragen. Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Fricke, für Ihren Beitrag. Gilt wie für alle anderen eindrückliche Zahlen. Ich bin sicher nicht der Einzige, der sich darauf freut, die Präsentation als PowerPoint zu bekommen oder als PDF, um dann vielleicht mal die eine oder andere Zahl auch wieder auszusuchen oder die Quellen nachzuschauen. Also sehr interessante Informationen und auch vielen Dank an alle Referentinnen und Referenten. Didaktisch sehr gut aufbereitet. Ja, Sie haben die Zeitvorgabe super eingehalten. Alles perfekt, hervorragend. Vielen Dank. Und damit gehen wir auch gleich jetzt übergangs- und nahtlos in unsere Frage- und Antwortrunde. Mein Vorschlag wäre, dass wir zunächst einmal die Fragen, die jetzt schon während der Vorträge, während der Referate in den Chat geschrieben wurden, zumindest exemplarisch einzeln herausgepickt, uns mal anschauen, beziehungsweise diese Fragen natürlich an die Referierenden stellen. Und dazu gebe ich dann gleich an die Bettina Schwitt. Und Sie dürfen sich natürlich vorbereiten. Und zwar, da gibt es das Handheben-Symbol, das ist unter Reaktionen, zweites Symbol unten von rechts. Dann können Sie auch gerne schon mal jetzt Ihre Hand heben. Und dann im Anschluss der ersten Kleinfragerunde, die Bettina Schmidt macht, dann sozusagen auch nochmal, wenn die Frage noch nicht schon aufgetaucht ist, werde ich Sie dann nachher sozusagen ins Spiel bringen und Ihnen das Wort erteilen. Aber jetzt erstmal zur Bettina Schmidt und was denn so im Chat in der Zeit aufgelaufen ist. Genau, es gab hier schon Fragen, mehrere Fragen zu alternativen Einfüllmaterialien für die Kunstrasenflächen. Und der Herr Brümmer hat auch schon begonnen, hier zu antworten, dass es hier eben Kork oder geschredderte Olivenkerne als Alternativen gibt. Und dass in Hamburg, was er ja in seinem Vortrag angesprochen wurde, eben schon seit längerer Zeit kein Kunststoffgranulat mehr eingesetzt wird, sondern Kork oder nur noch Sandverfüllungen. Vielleicht, dann, Bettina, vielleicht will Herr Professor Brümmer auch direkt nochmal, die Frage kam ja mehrfach, hatte ich auch gesehen im Chat, dazu nochmal ergänzend etwas sagen zu den Dingen, die er schon getippt hat. Ja, also in der Tat hat sich durch diese Diskussion Mikroplastik von Sportfreianlagen, hauptsächlich im Kunststoffrasensystem, einiges geändert. Es liegt aber auch daran, dass natürlich die Förderung in den allermeisten Bundesländern eingestellt wurde dazu. Das heißt also, man ist auf der Suche nach Alternativen. Hamburg hat seit Jahren und ist der Vorreiter mit Kork sehr gute Erfahrungen.
aus den Gesprächen, Diskussionen, die ich bisher geführt habe, wir haben auch 80 Plätze in Baden-Württemberg mit Kork, kann ich das Schimmelproblem nicht bestätigen, was hier im Chat angesprochen wurde. Es gibt ein paar neue Einfüllmaterialien wie die geschredderten Olivenkerne, die in Abtsteinach in Hessen getestet werden. Und was jetzt seit wenigen Monaten in Europa auf dem Markt ist, sind bioabbaubare Kunststoffprodukte. Das heißt also, die werden auf dem Platz als Granulat bleiben, aber wenn sie ausgetragen werden und in den Humus gelangen, also in die Erde, dann werden sie abgebaut. Das wird in 3 Fällen schon getestet. Die ersten Erfahrungen über 1,5 Jahre sind gut und man wird gespannt sein dürfen, wie das läuft. Wir selber werden, wenn alles gut geht, einen ähnlichen Platz gemeinsam mit einem Industrieunternehmen hier in Baden-Württemberg aufbauen, auch auf dieser Grundlage. Vielen Dank. Es gab an Sie hier auch noch die Frage, ob Sandfänge wahrscheinlich am Rand der Plätze, ob das ein geeignetes Mittel wäre, um das Mikroplastik zurückzuhalten. Man braucht, also es gibt ganz spezielle Filtersysteme, die auch mit Umweltpreisen ausgezeichnet wurden. Die funktionieren sehr gut. Die kann man einbauen. Das Problem ist eben die Finanzierbarkeit und den Nachrüsten. Und letztendlich muss man sehen, was man da tatsächlich an Alternativen macht. Wir haben Vereine, die in letzter Minute, nachdem die Förderung eingestellt wurde, umgeschwenkt sind und haben auf den Einfüllgranulat aus Kunststoff verzichtet und haben nur noch Sand drauf. Und ich war auf den Plätzen, habe die besucht und die sind auch zufrieden damit. Also letztendlich muss man wirklich im Einzelfall wirklich sich entscheiden, was macht man. Es gibt auch sehr positive Beispiele, dass nach dieser Diskussion des Mikroplastiks oder zum Mikroplastik Vereine gesagt haben, oh, unser Platz liegt ja in einem Wasserschutzgebiet in der Aue und haben dann verzichtet auf ein Kunststoffrasensystem und haben einen Naturrasen gebaut. Ja, also auch das hat diese Diskussion bewirkt, in Einzelfällen, aber immerhin. Dann hätten wir hier eine weitere Frage an den Herrn Steen. Da geht es darum, ob die Eintragspfade durch gesetzliche Regelungen mittlerweile geschlossen werden konnten. Ja, tatsächlich ja. Dieser Eintragspfad, der ist ja speziell über die Nutzung des Faulturms zur Gasgewinnung aus organischem Material, wurde vom Land Schleswig-Holstein geschlossen. Also die Kläranlagenbetreiber in Schleswig-Holstein dürfen nur noch Stoffe, organische Stoffe annehmen und in ihrem Faulturm verarbeiten, wenn diese völlig frei von Fremdstoffen sind. Also der Eintragsweg ist zu, aber nichtsdestotrotz gelangen natürlich weiterhin über den normalen Zulauf Plastikteilchen in eine Kläranlage. Vielen Dank. Sollen wir sonst erstmal mit der Wortmeldung noch weitermachen? Ja, wir können gerne die Wortmeldung einstreuen. Henry Tünte, Wassernetz Nordrhein-Westfalen, hatte die Hand gehoben. Dann ja, vielen Dank. Ich habe natürlich auch immer einen speziellen Blick auf unsere Gewässer und zumindest in NRW ist es so, es gibt hier keine Regelung für Kunststoffe in Gewässern. Und im März hat Greenpeace noch eine Befahrung am Rhein gemacht. Die haben sich nur Primärkunststoff angeguckt und festgestellt, dass auch von den großen Produktionsstätten immer noch Kunststoff einmal in gröberen Partikelfraktionen, aber auch in ganz, ganz kleinen, fast molekularen Zustand in die Gewässer gelangen. Wir haben Beispiele, wo von Produktionsflächen bei Starkregen Kunststoff abgespült wird und in die Gewässer kommt. Und wenn man dann an die Wasserbehörden geht, heißt es immer, dass es nicht geregelt, die könnten da nichts machen. Und meine Frage wäre jetzt einfach aus Unkenntnis, gibt es da auch Regelungen, zum Beispiel mit Blick auf die Oberflächengewässerverordnung oder so, dass da irgendwelche Zielvorgaben kommen? Das würde mich mal sehr interessieren. Und sonst würde ich gerne sagen, für mich gehört Kunststoff überhaupt nicht in die Umwelt und da, wo es vermeidbar ist, müsste es vermieden werden. Und aus meiner Sicht dürfte es auch keine Kunststoff Sportplätze oder sowas geben. Aber egal, gut, danke.
Ja, vielen Dank, Herr Tünte, für den Kommentar, verbunden mit einer Frage, inwieweit hier in unserem Kreis Experten und Experten für die ordnungspolitischen Aspekte sind. Ich sehe hier jemanden von der Grünen Liga, den Michael Bender. Ich sehe auch jemanden vom Institut für Seenforschung. Vielleicht haben wir da eine direkte Rückmeldung auch gleich aus unserer Gruppe. Ja, ich habe vorsichtshalber mal meine Hand gehoben. Dann darfst du gleich mal loslegen. Ja. Okay. Vielen Dank für die Frage. Also ich bin ja auch angefragt worden jetzt bei diesen Steckbriefen, die auch Bestandteil des Projektes sind. Ja, guck mal drüber, was sind denn eigentlich die rechtlichen Regelungen? Und da gibt halt die Wasserrahmenrichtlinie, die Oberflächengewässerverordnung nicht sehr viel her. Es gibt aber auch noch die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie. Und da ist gerade in der Anhörung sind so die Maßnahmenprogramme zur Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie. Und da gehört eine Maßnahme ist zum Beispiel zu überlegen, wo denn der Grenzwert liegen könnte bei der Übergabe sozusagen vom Rhein, wenn ich jetzt mal von NRW ausgehe, an die Nordsee, welche Konzentrationen dort praktisch vorgesehen werden sollen. Das ist eine Idee, das irgendwann mal festzulegen. Das ist aber noch nicht in Sack und Tüten. An der Stelle würde ich aber noch mal darauf hinweisen, dass im Rahmen dieser Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie sehr viele Diskussionen auch laufen zu Kunststoffeinträgen in die Gewässer insgesamt. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Die Wasserrahmenrichtlinie ist ja sicher bekannt, strebt einen guten ökologischen Status für alle Gewässer in der Europäischen Union an bis 2028. Das werden wir verpassen. Die genaue Definition, was dann der gute ökologische, und hier geht es vielleicht dann auch eher um den guten chemischen Status, ist ist dann nicht immer im Detail genau definiert. Herr Tünte, wissen Sie wahrscheinlich auch. Ist auch einfach, so wie es der Michael Bender angesprochen hat, eine Frage des Nachweises. Wenn man nämlich Grenzwerte definiert, muss man ja auch vorher auf die Bestimmungstechnologien festlegen. Das gilt zum Beispiel auch bei der Rückstandshöchstmengenverordnung in Lebensmitteln. Nicht alles lässt sich auch so genau eben erfassen. Da vielleicht noch ein Hinweis. Es gibt auch noch mal ein interessantes Projekt zu der Bestimmung, also zu standardisierten Bestimmungsmethoden von Mikro- und Nanoplastik in Gewässern, das auch über die EU gefördert wird, und zwar über Horizon 2020, also das Forschungsrahmenprogramm. Das heißt jetzt ja Horizon Europe. Das Projekt heißt Limnoplast. Professor Laforsch koordiniert das von der Universität Bayreuth. Da geht es auch wirklich darum, die Grundlagen zu schaffen, dass man hier auch vergleichbare Grenzwerte, vergleichbare Bestimmungsmethoden hat. Ist auch etwas, mit dem sich unsere italienischen Kolleginnen und Kollegen beschäftigen. Vielleicht nicht ganz erschöpfend die Antwort, aber Sie sehen, da gibt es auch noch einige offene Fragen, an denen dann auch verschiedene Akteure arbeiten. Ich gebe dann das Wort vielleicht wieder an Herr Brümmer, hat auch noch mal die Hand gehoben, direkt dazu. Herr Brümmer. Genau, direkt dazu. Danke. Nach all dem, was man nachlesen kann, handelt es sich ja doch beim Mikroplastikeintrag durchaus um die Möglichkeit, dass sich das Ökosystem verschlechtert. Und die Wasserrahmenrichtlinie sieht doch vor, dass wir ein Verschlechterungsverbot haben. Wie ist damit umzugehen? Ja, das ist in der Tat so. Der Michael Bender kennt die Wasserrahmenrichtlinie sehr gut. Aber auch andere, die hier im Kreis sehen, das Bundesamt für Naturschutz, hat ja auch ein regelmäßiges Monitoring für die Gewässer in Deutschland. Dieses Verschlechterungsverbot existiert tatsächlich in der Wasserrahmenrichtlinie, wird aber wahrscheinlich nicht Absicht, aber wird so nicht in allen Teilen eingehalten. Wie gesagt, auch der gute ökologische Status für 100% der Gewässer. Wir haben ja da schon eine Verlängerung bei der Wasserrahmenrichtlinie. Mhm. Das war ja mal viel ambitionierter von dem Zeitplan. Den Zeitraum haben wir schon lange überschritten. Und selbst in diesem Zeitraum hat eine Verschlechterung von Gewässern stattgefunden. Sie kennen die Statistiken wahrscheinlich, das BfN hat ja da wirklich ganz gute Datengrundlagen. Ist also leider so, ne, man verfehlt da sein selbstgesetztes Ziel. Ein sehr gutes Ziel, auch eine gute Richtlinie aus meiner Sicht. Leider. Dann gebe ich nochmal an die Bettina Schmidt. Das sind sicher noch weitere Fragen auch an andere Referentinnen. Genau, es gab hier noch eine Frage zum Thema Saatgut an die Frau Dr. Fricke. Und zwar, was mit dem Begriff umhülltes Saatgut genau gemeint ist. Vielleicht könnten Sie das nochmal erklären, ob damit irgendwelche Netze gemeint sind oder ob das so Mikroverkapselungen für das Saatgut oder für Dünger sind.
Genau, vielleicht könnten Sie da noch was dazu sagen. Frau Dr. Fricke? Sie sind noch stumm. Haben Sie? Ah. Dankeschön, Entschuldigung. Genau, das sind wirklich verkapseltes Saatgut. Also dann ist es so eine Kunststoffhülle um Saatgut rum. Ich bin da aber wirklich kein Fachmann auf diesem Gebiet, muss ich gestehen. Warum das genau gemacht wird, wie das genau gemacht wird. Aber da empfehle ich wirklich mal in die Studie vom NABU auch reinzugucken. Die haben da ganz viel Hintergrundwissen auch dazu und kann ich nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Ja, vielen Dank. Leider auch bei mir keine Expertise. Ich weiß nicht, ob jemand im Kreis. Wahrscheinlich ist es eine Alternative zum Weizen. Ja, also früher wurde gesagt, oder wird ja nach wie vor, aber es wurde ja auch stark eingeschränkt, dass sozusagen eine Vorauflauf oder eine Vorsaatbeizung, also auch Vorauflauf stattfindet, insbesondere natürlich pilzliche Krankheiten. Hier könnte ich mir vorstellen, dass die Kunststoffhülle da vielleicht eine Alternative bieten sollte. Dann treibt man unter Umständen den Teufel mit dem Beelzebub aus, wie man so schön sagt. War aber jetzt nur spekuliert. Bettina? Ja, hier kam noch eine Frage, ob am Chiemsee denn auch eine vierte Reinigungsstufe bereits in Planung ist für die Kläranlage dort. Also in Planung ist sie nicht. Es gibt, glaube ich, in Bayern bisher genau eine Anlage, die als Besuchsanlage dient zur vierten Reinigungsstufe. Also wir richten uns da halt nach den gesetzlichen Rahmenbedingungen, weil das Ganze ist ja auch mit erheblichen Kosten verbunden, immer eine weitere Reinigungsstufe zu installieren. Ja, vielen Dank, Frau Mühlbacher-Kreuzer. Ist sicher etwas, was sich in den letzten Jahren, und das werden Sie sicher aufmerksam beobachten, in den nächsten Jahren noch verändern wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch von gesetzlicher Seite, entweder auf Land- oder Bundesebene, hier noch klarere Rahmenbedingungen gibt, eben was die Ozonierung oder dann eben auch die Aktivkohle angeht. Also Sie wissen, da gibt es ja Granulate und Pulver. Und ich glaube, da werden die Erfahrungswerte, was dann auch die beste Lösung ist, für die vierte Reinigungsstufe sicher noch zunehmen. Experten oder Expertinnen im Betrieb von Kläranlagen haben mir gesagt, dass man damit das Mikroplastikproblem aber wirklich nur sehr eingeschränkt lösen kann. Das heißt, die vierte Stufe eben mit Ozonierung oder mit Aktivkohle wird dann vor allem auf hormonelle Belastungen, vielleicht auch auf Pestizide ausgerichtet sein und nicht so sehr auf Mikroplastik. Vielleicht genau, ja. Also wir haben die Fläche bereits, falls eine vierte Reinigungsstufe nötig wird. Das ist schon mal gut vorbereitet. Ja, dann gab es hier noch mal eine Frage beim Plastikaustrag von Sportplätzen, ob da nicht das Verursacherprinzip bei der Bekämpfung der Umweltkontamination greifen würde. Das wäre eine Frage an Professor Brümmer. Es gibt in Europa meines Wissens nach bisher einen einzigen Fall, wo ein Sportverein verurteilt wurde zur Zahlung von, ich glaube, 5.000 Euro waren das, weil er eben seiner Pflicht zum Umweltschutz nicht nachgekommen ist. Und zwar in den Niederlanden. In Deutschland ist mir nichts bekannt. Also auch da noch gerne mal eine Anmerkung meinerseits. Das Verursacherprinzip ist natürlich vom Ansatz her, ich hatte vorhin die Internalisierung der Externalitäten angesprochen, natürlich der richtige Weg, dass die Schaden angerichtet haben, das letzten Endes auch unter diesem Aspekt, jetzt heißt es ja immer Enkeltauglichkeit sozusagen, zukünftige Generationen nicht zu schädigen, auch die Verantwortung übernehmen, ist in der Umsetzung sehr schwer, wissen wir. Da würde ich nochmal als Institution, die sich da auch sehr intensiv für einsetzt, was jetzt gerade Abwasser und Gewässer angeht, den Bundesverband der Energie- und Wasserversorger empfehlen als auch ansprechbare Institution, die sich da sehr viel Gedanken macht, inwieweit man eben zum Beispiel auch die pharmazeutische Industrie oder die chemische Industrie, die sich da ja, was endokrine Belastung angeht, immer sehr geschickt wegducken, wie man die auch stärker in die Pflicht nimmt. Aber ist klar, ist in der Umsetzung nicht ganz einfach. Die Verursacher haben auch kein gesteigertes Interesse, sozusagen finanziell in die Pflicht genommen zu werden. Damit verbindet sich gleich eine Frage nochmal an Frau Fricke, die ich hätte. Dieses Freiwilligkeitsprinzip ist ja dann doch, also wenn ich die Mengen sehe, die Sie da
sammeln und sozusagen auch wieder ins Recycling, also in die zirkulare Ökonomie hineinbringen. Das ist ja schon beeindruckend. Das Ganze kostet ja Geld. Meine Frage wäre noch, die Landwirtinnen oder Landfrauen und die Landwirte werden da wahrscheinlich weit weniger in die finanzielle Pflicht genommen, sondern sehr viel stärker die Herstellerunternehmen, eben dieser Garne und der Folien und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass die Motivation jetzt nicht nur Altruismus ist, sondern dass es auch noch wahrscheinlich eine gewisse Vorbereitung ist auf eine Erwartung, dass sich auch gesetzliche Rahmenbedingungen verändern und hier schon vorgebaut wird. Oder wo würden Sie jetzt hier den Grund sehen, dass Unternehmen sich hier eben auch, und da wäre vielleicht auch noch interessant zu sehen, in welcher Größenordnung finanziell engagieren? Natürlich spielt das eine Rolle, dass man, unser Ziel ist es natürlich auch zu zeigen, wir können mit einem freiwilligen Rücknahmesystem so gute Ergebnisse ziehen, dass es vielleicht gar keiner gesetzlicher Regelung bedarf. Das ist bestimmt ein wichtiger Punkt. Aber man muss auch sagen, wir haben sehr viele Unternehmen, auch gerade die das gegründet haben, und es waren sehr langsame, schwierige Anfänge, die sind einfach wirklich engagiert, was das angeht, was Nachhaltigkeit angeht. Die benutzen sehr viel Rezyklat in ihren Produkten und haben wirklich schöne Unternehmenskonzepte. Also es gibt da wirklich sehr engagierte Unternehmen und da haben wir einige davon. Und natürlich, das kostet. Generell ist es ja so, dass wenn der Landwirt seine genutzten Agrarkunststoffe abgeben will an Sammelstellen oder auch irgendeiner regulären Verwertung, kostet ihn das. Und wir können durch die Beiträge von unseren Herstellern das günstiger für ihn machen. Das heißt, wir sind für den Landwirt attraktiver, als jetzt die Folie in die Verwertung zu geben. Beim Silobereich ist es bis zu 50%. Ich habe jetzt auch gerade in einem Gespräch, das sind alles Marktmechanismen, und deshalb ganz genau weiß, weil es kommt auf die Region an, wo wir sind, im Spargelbereich sogar teilweise mehr. Wird es sogar noch günstiger, die Abgabe an Erdesammelpunkten im Vergleich zur Verbrennung, gerade weil da die Verschmutzung mit Sand eine große Rolle spielt, nehmen nur vorgereinigte Folien zurück, weil damit die überhaupt ins Recycling kommen. Und unsere Mitglieder zahlen einen Beitrag pro Tonne, den sie auf den Markt bringen. Das ist proportional zu deren Größe quasi in Deutschland. Und der beläuft sich, das variiert je nach Fraktion und je nach Sammelmenge und allem, aber beläuft sich zwischen 10 und 40 Euro pro Tonne, die man da bezahlt. Und das ist natürlich ein freiwilliger Beitrag, den andere, die nicht bei uns organisiert sind, nicht zahlen. Wir haben natürlich auch ein Trittbrettfahrerproblem da, aber das kriegen wir in den Griff, weil mittlerweile immer mehr Unternehmen auch sehen, dass das ein nötiges Engagement ist. Deshalb wachsen wir auch in letzter Zeit so stark. Vielen Dank. Ja, und hoffentlich dann auch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber denen, sei es in der Reputation oder eben vielleicht auch im Aufstellen am Markt gegenüber denen, die das dann nicht machen. Das hoffen wir auch, da arbeiten wir gerade dran, dass das wirklich auch ankommt bei den Landwirten, dass man sagt, okay, wir wollen wirklich Produkte, die lizenziert sind und die das System mitfinanzieren, weil natürlich gegebenenfalls sind die Produkte, die nicht mitfinanzieren, dann günstiger, weil die natürlich einen Kostenvorteil haben, weil die das nicht mittragen müssen. Das muss man so sehen, genau. Deshalb sind wir alle... Stichwort Geld ist natürlich, oder Ökonomie oder finanzielle Belastung ist immer wichtig. Das bringt mich auch zu einer Frage, die ich noch Herrn Stauffenberg stellen wollte. Der Ansatz einer Verpackungssteuer ist natürlich ein probates Mittel, aber die Befürchtung vielleicht bei Bürgerinnen und Bürgern ist dann schon auch, das macht doch dann eben den Außerhausverzehr teurer und letzten Endes, wie so oft, wie vielleicht auch bei der Abwasserreinigung, dann ist es auch das Argument des BDEW, dann wird das wieder auf Bürgerinnen und Bürger abgewälzt, ne, und das Verursacherprinzip zieht dann doch nicht so stark. Jetzt die Frage, würden Sie sagen, dass, soweit Sie das beurteilen können, jetzt eher mehrheitlich dann eine Zustimmung ist oder überwiegen vielleicht auch so die kritischen Stimmen jetzt? Also nicht zwangsläufig nur in der Zielgruppe der Gastronomie, sondern so ein bisschen auch in der Bürgerschaft. Mein persönlicher Eindruck ist auch aus den Gesprächen, die ich führe, dass die positiven Aspekte oder die positive Stimmung überwiegt. Das war natürlich im Vorfeld, als wir im Sommer 2019 mit dem ersten Satzungsentwurf reingegangen sind in den Gemeinderat. Das war ein Lehrstück politischer Lobbyarbeit, was wir da erlebt haben.
Denn im Grunde genommen, wir haben das halt an die verschiedenen Betriebe auch damals geschickt, den ersten Entwurf zum Gespräch gebeten, den mal Satzungsentwurf geschickt, und plötzlich waren wahnsinnig viele Vertreter von bundesweiten Dachverbänden, die sich dort angemeldet haben, wo ich mir dachte, Moment, wir haben euch doch gar nicht eingeladen, wir haben doch nur die Betriebe aus Tübingen eingeladen. Das ist jetzt schon mal sehr interessant. Und natürlich wurde das Erste, was kam, war damals das Arbeitsplatzargument. Das kommt ja immer, wenn man ordnungspolitisch im Umweltbereich tätig sein will. Ich glaube, das haben wir alle schon gehört. Das kriegt man ja auch momentan immer wieder mit in der Klimaschutz- und Klimapolitik-Debatte. Aber im Endeffekt, der Gemeinderat hat es dann irgendwann beschlossen. Dann kam oft das Argument, aber die EU regelt das doch alles, eben durch die EU-Richtlinie aus 2019, die Einwegkunststoffrichtlinie, die umgesetzt werden soll. Ich habe damals schon immer gesagt, glaube ich nicht. Also ich bin mir sehr sicher, dass das wieder eine sehr schwache Umsetzung gibt, wie wir das so oft bei EU-Richtlinien erleben, die in bundesdeutsches Recht umgesetzt werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall haben tatsächlich einige Betriebe schon die Gelegenheit ja ergriffen, das hatte ich ja vorhin gezeigt, und haben umgestellt. Und die umgestellt haben, da erlebt man es tatsächlich, die sind sehr positiv davon überrascht und sagen, das wird super angenommen. Ich meine, das Ganze steht und fällt natürlich auch immer damit, dass ein Betrieb das auch bewerben muss, dass man bei ihnen Mehrwegbeschirr nutzen kann. Aber es gibt zum Beispiel einen Betrieb, da gehe ich öfters mal mittags essen, da sehe ich mittlerweile niemand mehr, der dort mit Einweggeschirr weggeht. Die sind auch wirklich dahinter, die gehen den Leuten auch einfach auf den Keks. Die fragen jeden, willst du nicht für 5 Euro hier für Pfand was mitnehmen? Und die Leute machen das und es funktioniert. Die hocken sich dann direkt irgendwo um die Ecke, irgendwo in die Sonne und bringen es direkt danach wieder. Also das wird total gut angenommen. Ich sehe auch immer mehr Leute durch die Innenstadt laufen, die ihre eigenen Behältnisse mitbringen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Tübingen ist vielleicht auch wieder so eine grüne Akademikerstadt. Glaube ich aber nicht, dass das so einen starken Einfluss darauf hat. Wir haben natürlich dieses Klientel, wir haben aber auch ein sehr konservativ, schwäbisches Klientel, also vielleicht um so ein bisschen in den Klischees irgendwie zu bleiben. Und also ich glaube, es wird tatsächlich angenommen und es wird natürlich nochmal spannend, wie es dann nächstes Jahr wird, wie es auch umgesetzt wird, wie viele Betriebe werden die 50 Cent pro Speise aufschlagen, wie viel, ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, so nö, dann bezahle ich das halt selber, das würde ich meinen Kunden nicht zumuten. Ich denke, gut, dann mach. Ich glaube aber, es wird tatsächlich darauf hinauslaufen, das ist jetzt so ein Wandel, den wir jetzt erleben, auch durch dieses Förderprogramm, dass es da Schritt für Schritt eben in die Richtung geht. Und bisher, wie gesagt, mein Eindruck ist gut. Es wird immer die Leute geben, die sagen, das ist totaler Mist und das ist irgendwie ideologische Politik, die ihr da verfolgt. Klar, man kann es nie allen recht machen, aber im Großen und Ganzen, das Feedback ist eigentlich gut, finde ich. Ja, vielen Dank, Herr Stauffenberg, für das Fazit. Ich schaue noch mal, man sieht es nicht so genau, auf die Bettina Schmidt, ob denn noch Fragen im Chat sind. Und die Gertrud Nussbaum hat auch noch mal die Hand gehoben und auch der Dimitri Wedell. Dann machen wir jetzt einfach noch mal die Runde mit Dina Schmidt, Gertrud Nussbaum und Dimitri Wedell in der Reihenfolge. Ladies first. Ja, es gab noch einmal hier die Frage, wie das denn mit dem Reifenabrieb aussieht, ob es denn da irgendwelche Möglichkeiten gibt, den Eintrag aufzuhalten. Da weiß ich nicht, ob uns der Herr Professor Brümmer weiterhelfen kann. Ich weiß, dass die Technische Universität in Berlin daran forscht, an Möglichkeiten, irgendwie am Straßenrand solche Filtersysteme einzusetzen. Ich weiß nicht, ob Sie da auch was dazu sagen können zu dem Thema? Also ich hätte genau wie Sie, Frau Schmidt, an die TU Berlin verwiesen. Also das sind die, die tatsächlich auch an den Autobahnen bereits Experimente laufen haben und das auch veröffentlicht haben. Also das wäre mein Hinweis auch. Dann vielen Dank. Ich gucke noch mal. Dann können wir Bettina auch mal zwischen reinnehmen. Einfach jetzt Handmeldung von Gertrud Nussbaum und dann noch mal Dimitri und dann noch mal Abschlussrunde zu dir. Und dann sind wir auch schon so etwas näher an dem vorgesehenen Ende. Gertrud, du bist noch stumm. Wir hören dich leider nicht. Dann mal zu Dimitri in der Zwischenzeit, vielleicht lässt sich das technische Problem
bei dir lösen. Ansonsten die Frage einfach in den Chat schreiben und dann wird Bettina das aufnehmen. Dimitri? Ja, vielen Dank. Ich wollte eigentlich meine Frage schon für das Ende aufheben. Wir arbeiten ja, wie ich es ja eingangs vorgestellt hatte, eben an diesem Seenpapier, an diesem Handlungsleitfaden, den wir auch an die Kommunen weitergeben wollen. Ich glaube, wir sind jetzt hier ein sehr, sehr gemischter Kreis an Personen, die sich alle mit dieser Thematik einfach auseinandersetzen und auch unterschiedliche Wahrnehmungen haben, wo Kommunen in irgendeinem Handlungsfeld auch Hebel ansetzen können. Daher wäre meine Bitte oder ja, meine Bitte in die Runde auch nochmal zu gucken, aus dem Bereich, den Sie begleiten, uns vielleicht auch nochmal Hinweise zukommen zu lassen, was aus Ihrer Sicht für eine Arbeit mit Kommunen, für eine Arbeit mit den einzelnen Verwaltungen, Organisationen oder auch mit der Bürgerschaft in den Kommunen relevant ist, uns zukommen zu lassen. Also ist es aus diesem Bereich, wo wir sehen, dass Kommunen Sportplätze einfach Maßnahmen ergreifen können? Ist es tatsächlich etwas, was, wie wir es gerade aus Tübingen erfahren haben, was diesen Verpackungsmüll, Einweggeschirr betrifft? Aber wir haben ja auch andere Personen hier. Daher meine Bitte in die Runde für unseren Handlungsleitfaden. Würden wir sehr gerne da auf eine Rückmeldung von Ihnen hoffen, um auch ein Dokument erstellen zu können, in dem sich Kommunen wiederfinden und auch entsprechende Maßnahmen dann auch umgesetzt werden können. So wie es auch schon gesagt wurde, 100% geht nie, aber wenn wir dann einen hohen Anteil haben mit den Möglichkeiten in irgendeiner Form auch dieses Angebot breit aufzufächern, wäre das für den ländlichen Raum oder für den städtischen Raum für uns extrem hilfreich, nicht nur hier am Bodensee oder am Chiemsee, sondern darüber hinaus dann entsprechend auch in anderen Seenregionen in Deutschland beziehungsweise in Europa. Also insofern würde ich mich sehr freuen, wenn Sie uns eine Rückmeldung zu Themen, die aus Ihrer Sicht kommunal bearbeitet werden können, aus Ihrem Fachblickwinkel zukommen lassen könnten. Dimitri, würdest du da bitte noch nachschieben, der Entwurf eines Seenpapiers beziehungsweise der entsprechenden Factsheets, die du vorhin genannt hast, oder der Handlungsleitfäden dann auch eingesehen werden kann oder heruntergeladen werden kann, selbst wenn nur in Entwurfsphase, aber gerade dann sind ja Rückmeldungen besonders wertvoll. Richtig. Letztlich wird das eben alles an diesem 18. November, an dieser Veranstaltung, die wir ja schon eingangs angekündigt haben, auch noch einmal vorgestellt werden, wo wir eben auch noch mal aufzeigen werden, was bisher erarbeitet wurde. Da wird es auch ganz sicherlich noch mal eine neue Runde wird es weitere Möglichkeiten geben, in diesen Handlungsleitfaden auch noch mal einen Input zu setzen. Aber um da nicht auch nochmal ganz alles von Null auf zu diskutieren, wäre es eben für uns im Vorfeld schon zumindest hilfreich, solche Hinweise zu bekommen, damit wir das dann entsprechend vielleicht in der gleichen Gruppe mit mehr Leuten, die dann auch nochmal stärker von den Kommunen Vertretungen schicken werden, dann an diesem 18. November auch bei einer Online-Veranstaltung bei einem solchen Roundtable diskutieren können. Gut, vielen Dank. Diese Einladung, wie erwähnt, wird Ihnen dann auch nochmal zugehen. Sie sind ja jetzt in unserem Verteiler und kommen da auch nie mehr raus. Nee, natürlich Scherz. Also wenn Sie da nicht drin sein wollen, ganz kurze Nachricht. Wir haben überall Datenschutzgrundlagen und so weiter natürlich vollständig berücksichtigt. Jetzt würde ich die Gertrud Nussbaum nochmal fragen, ob sie ihr technisches Mikroproblem lösen konnte. Wenn wir nichts hören, dann nicht. Scheint immer noch nicht gelöst zu sein. Aber Gertrud hat es in den Chat geschrieben, dann nachher nochmal zu Bettina und vorher nochmal Frau Mühlbacher-Kreuzer hat nochmal die Hand gehoben. Bitte. Ich hätte noch eine Frage an den Herrn Professor Brümmer. Und zwar kann man nachsehen, wo diese 5000 Sportplätze in Deutschland liegen, die eben auf Kunstrasen ausgelegt sind.
Oder muss man da jede Kommune einzeln abtelefonieren? Mein Hintergedanke ist einfach, ich mache mich mal schlau, wenn in meinen 10 Kommunen das vorkommt. Also diese Frage haben wir uns zu Beginn der Diskussion über Mikroplastik genauso gestellt. Und wir müssen hier und heute zugeben, wir haben kein Verzeichnis. Okay. Es ist so, dass im Moment das Bundesinstitut für Sportwissenschaften daran arbeitet, einen digitalen Sportstättenatlas für Deutschland zu erstellen. Das Konzept liegt vor. Wann der fertiggestellt werden wird, weiß ich nicht. Es ist in der Tat auch so, dass teilweise, wenn es jetzt um das Einfüllgranulat geht, die Vereine teilweise nicht konkret sagen können, was sie tatsächlich drin liegen haben. Also sie müssen in der Tat von Kommune zu Kommune. Und ich habe viele Fahrradkilometer dadurch gewonnen, dass ich eben das hier abgefahren bin. Und ja, es gibt es nicht. Also ganz konkret, es gibt diese Zusammenfassung, wo Sie nachschauen können, eine Datenbank gibt es nicht. Und das im Jahre 2021. Ja, so ist es ja oft, ne? Also einmal die Kimse-Runde treten. aber ich muss sagen, und wir sind ja auch mit den europäischen Kolleginnen und Kollegen und Projekten in Verbindung. Das trifft, was das angeht, leider nur Deutschland zu. Die anderen sind da besser aufgestellt. Ach so. Okay. Das muss man deutlich sehen. Mhm. Gut, Dankeschön. So, herzlichen Dank. Dann noch ganz wenige Fragen und dann kommen wir tatsächlich zum Schluss. Die Frage von Gertrud Nussbaum ist im Chat. Sie richtet sich an den Herrn Stauffenberg nochmal. Herr Stauffenberg, haben Sie es gelesen oder sollen wir es zusammenfassen? Hm? Genau, ich habe es gelesen. Genau, ich denke mal, alle anderen können sich die Frage ja anschauen. Also was große Gastrounternehmen angeht, haben wir bisher tatsächlich Gegenwind von McDonald's bekommen. Andere große Betriebe tatsächlich bisher nicht. Wir fahren jetzt auch gar, also wir sind mit dem Studentenwerk bei uns in Kontakt, aber auch die haben ja eben mit Blick auf die umgesetzte EU-Richtlinie mittlerweile einen gewissen Handlungsdruck in Richtung Mehrweg. Also die überlegen auch, welche Möglichkeiten haben sie da. Aber wie gesagt, also gerade McDonald's hat uns natürlich ja auch verklagt, da habe ich sogar mit gerechnet, also es hätte mich tatsächlich gewundert, wenn es nicht passiert wäre, da wir natürlich deren Geschäftsmodell ein Stück weit auch in Frage stellen mit dieser Verpackungssteuer. Wir haben tatsächlich sehr, sehr viele Anfragen von anderen Kommunen aus Deutschland schon, was Erfahrungen angeht, und ich höre auch immer wieder davon, dass man überlegt, solche Satzungen ebenfalls einzuführen. Viele wollen natürlich abwarten, wie das jetzt bei uns mit dem Rechtsstreit ausgeht. Ich kann nur dazu appellieren, reden Sie mit Ihren Kommunalvertretern, das nicht zu machen, weil ich gehe davon aus, dass sich das eine Weile ziehen wird noch, dieser Rechtsstreit. Unter Umständen, je nachdem, wenn da eine Revision zugelassen wird, kann das sein, dass sowas sich über eine sehr lange Zeit zieht. Wir haben noch nicht mal einen Verhandlungstermin bisher. Also ich kann es überhaupt nicht einschätzen gerade. Wir sind natürlich optimistisch, was das angeht. Wir haben ja auch ein Rechtsgutachten im Vorfeld eingeholt, ein sehr aufwendiges, auch im Auftrag des Gemeinderates nochmal. Was zu dem Ergebnis kommt, das ist zulässig. Und wir haben uns tatsächlich auch sehr stark, ich habe jetzt Rostock, den Fall kenne ich jetzt nicht, aber wir haben uns sehr stark an der Kasseler Verpackungssteuer aus dem Jahr 1992 orientiert, die ja damals auch 1998 dann letztinstanzlich vom Bundesverfassungsgericht einkassiert wurde. Allerdings hat sich mittlerweile eben das Abfallrecht geändert. Im Kern dahingehend, dass damals das Gericht gesagt hat, naja, die Satzung ist zwar in Ordnung, das dürft ihr auch, aber ihr habt gegen das Kooperationsprinzip verstoßen, was damals das übergeordnete Prinzip im Abfallrecht war. Und diese Stellung hat es aber mittlerweile nicht mehr. Das ist unsere Argumentation, auch die Argumentation der Juristen und auch vieler Juristen, die auch im Vorfeld schon, so sind wir überhaupt auf den Trichter gekommen tatsächlich damals, dass man sowas ja mal machen könnte. Weil es eben dieses Kooperationsprinzip und diese hervorgehobenen Funktionen nicht mehr gibt und damit eben auch dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von 98 hinfällig ist. McDonald's sieht das natürlich naturgemäß anders. Letztendlich, das wird das Gericht entscheiden müssen. Genau, aber wir sind da tatsächlich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da Erfolg haben werden. Aber die Zeit wird es zeigen. Super. Wenn Sie von McDonald's verklagt wurden, ist ja schon fast eine Auszeichnung und unterstreicht eigentlich, dass Sie ökologisch genau auf dem richtigen Weg sind, weil Sie dann ganz offensichtlich was bewirken.
was McDonald's da auch wehtut. Das ist ja ein gutes Zeichen. Gut, dann kommen wir jetzt, das können wir wirklich sehr pünktlich heute beenden. Dann nochmal letzter Blick zu Bettina, ob wir irgendwas Essentielles vergessen haben aus der Fragerunde. Hände sehe ich keine mehr, die oben sind. Ich habe jetzt hier schon zweimal im Chat wurde das Thema Hybridrasen angesprochen. Also das ist wohl eine Mischung aus Naturrasen und Kunstfasern, der wohl auch im Profifußball angewendet wird. Ich weiß nicht, ob Herr Professor Brümmer was dazu sagen kann, wie häufig der vielleicht auch ist und ob, ja, und dass der wohl auch überhaupt keine Möglichkeit gäbe, den zu recyceln. Also da sage ich gerne was dazu. Aus meiner Sicht geht Hybridrasen gar nicht. Also Sie haben wirklich eine ganz bewusst herbeigeführte Mischung aus Rasen, aus Natur und Kunststoff. Und die Fasern müssen Sie sich wie so Katzenhaare vorstellen. Die sind etwa, je nach Hersteller, 50 mm lang und 250, 280, 300 Mikrometer Durchmesser. Und die werden entweder vorgemischt eingebracht oder direkt auf dem Rasen dann eingestochen. Und das dient dazu, dass letztendlich der Rasen, der Naturrasen, einfach stabiler ist, fester wird. Wenn man da reingrätscht, dann wird halt nicht gleich die ganze Grasnarbe da rausgeholt. Wir haben die ersten Proben nehmen können. Können Sie sich vorstellen, dass das nicht immer auf offene Ohren und offene Türen stößt, wenn wir kommen und sagen, wir wollen Proben nehmen. Wir sind aber noch nicht so weit, dass wir sagen können, dass im Mähgut bereits Hybridrasen drin ist, also nicht Hybridrasen, sondern Kunststofffasern. Weil dann würde das nämlich auch bedeuten, dass das Mähgut als Sonderabfall laufen müsste. Und wir haben auch Bodenproben genommen, um zu sehen, wie das tatsächlich aussieht. Die Verbreitung ist Gott sei Dank gering, noch gering, aber sie werden stark beworben. Die Plätze werden stark beworben, auch durch, hatte ich vorhin auch schon angedeutet, durch die Wetterlage, die Wetterveränderung, Klimaveränderung, also letztendlich die Starkregen und so weiter, da sind die halt schon stabiler. Und deswegen werden sie beworben und werden auch gebaut. Hier in Stuttgart gibt es einen Hybridrasen. Erfreulich, dass der Deutsche Fußballbund in seiner Fußballakademie in Frankfurt keinen Hybridrasen bauen wird. Er wird nur Naturrasen bauen. Weil das hat ja immer Vorbildcharakter, was der DFB macht. Vielen Dank, Herr Professor Brümmer. Klare Antwort, wird nicht präferiert, ist dann eindeutig. Ja, dann kommen wir zum Schluss. Zum Schluss bleibt mir als Moderator natürlich noch mich zu bedanken. Zunächst mal bei den Referentinnen und Referenten. Es ist natürlich die Aufgabe eines Moderators zu sagen, dass alle Referate toll waren. Das macht man vielleicht klischee- oder floskelhaft, aber ich fand wirklich die Beiträge heute außergewöhnlich gut. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Toll präsentiert, eindrückliche Zahlen, sehr interessant. Also herzlichen Dank, ganz vielen Dank. Ich komme auf ganz viele dieser Beiträge ganz sicher wieder zurück und es wird nicht nur mir so gehen. Vielen Dank, dass Sie das vorbereitet haben, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass Sie uns so toll informiert haben und bei der Diskussion dabei waren. Vielen Dank auch an alle Teilnehmenden, auch dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie sich für das Thema interessieren. Ich kann noch mal aufnehmen, was Dimitri Wedell gesagt hat. Wir suchen den Dialog, auch den kritischen. Wenn Sie mal das eine oder andere haben, vielleicht auch was, vielleicht wir nicht so gut machen, gerne die Rückmeldung, gerne auch sich einbringen in unsere Ergebnisse. Bettina Schmidt, Dimitri, ich selbst, Gertrud, wir stehen gerne zur Verfügung. Vielen Dank ans Team, an Bettina und Gertrud vor allem fürs Vorbereiten, für die Technik im Hintergrund. Das hat sehr gut geklappt und auch an das Zeitnehmen und dass Sie sich an die Zeiten gehalten haben. Jetzt auch noch eine Minute und dann sind wir wirklich genau 16.45 Uhr, ist schon fast klischeehaft, aber wir sind so nah an der Schweiz, da ist man dann tatsächlich Pünktlichkeit gewöhnt. Wenn ich so die Deutsche Bahn sehe, dann ist es ja vielleicht dann doch eher so ein Vorurteil, dass die Deutschen immer so pünktlich sind. Und ganz zum Schluss, das Projekt, Sie haben es gesehen, wird von der EU gefördert. Aber wir haben auch noch die Vilo-Stiftung, die uns hier bei den Eigenanteilen hilft. Bei EU Live ist die Förderquote ja leider sehr gering. Das macht uns immer so ein bisschen Probleme. Ist ein tolles Förderprogramm, auch das größte Förderprogramm für die Umwelt. Natürlich nicht so groß wie die wissenschaftlichen Förderprogramme. Aber eben mit 60% schon immer eine Herausforderung für kleinere Umweltverbände, den Eigenanteil aufzubringen.
Wir haben die Vilo Foundation im Boot und den Deutschlandachter. Ich habe gerade heute die Einladung zur Feier der Silbermedaillen in Dortmund bekommen. Also das ist wirklich auch ein enger Verbund mit den Athleten. Und eigentlich ist der Deutschlandachter ja für Gold gebucht. In diesem Fall war es nur Silber. Aber auch da nochmal nachträglich Gratulation. Also allen Förderern dieses Projektes und natürlich auch eben den Städtengemeinden, die uns hier mit ihrem Fachwissen, insbesondere natürlich vom Bodensee und vom Chiemsee, bei diesem tollen Projekt und wichtigen Projekt unterstützen. Ja, ich hoffe, wir bleiben alle in Kontakt. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und alles Gute für die nächste Zeit. Auf Wiedersehen und tschüss.